So, jetzt sind die Türen zugegangen und ich denke, es sind alle im Saal. Jetzt können wir beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kreative, liebe Filmschaffende, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend sich Zeit nehmen, hier im Landtag mit uns zu diskutieren über das Filmemachen und über alles, was da drumherum hängt, unter einem ganz besonderen Aspekt, über den wir heute reden werden, nämlich über Green Fair Film. Und das Ganze ist eine Aktion der Grünen im Bayerischen Landtag zum Thema Nachhaltigkeit in der Filmwirtschaft. Und wir verstehen diese Nachhaltigkeit nicht nur als ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch als soziale Nachhaltigkeit. Und um diese sozialen Aspekte soll es heute Abend gehen. Zahlen und Fakten zu Konsum von Kino, Fernsehen, DVD und Online-Bewegtbildmedien, die werden ja seit vielen Jahren erhoben. Der Markt, der wird erforscht, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden durchleuchtet, aber über die herstellenden Personen, über die Filmemacher und Filmemacherinnen in der ganzen Breite, in jeder Sparte, über die Hersteller, also der Kino- und Fernsehfilme, über ihre Einkommens-, Arbeits- und Lebenssituation ist eigentlich nur sehr wenig bekannt. Über die Auswirkungen der Filmproduktion auf unsere Umwelt ist auch relativ wenig bekannt, zumindest im Filmpublikum ist wenig bekannt. Wie die Filme entstehen, das wissen nämlich die wenigsten, die sie sehen. Und was alle sehen, ist am Ende das schöne Produkt. Doch die Traumfabriken, die produzieren nicht immer zu Traumbedingungen. Der schöne Schein täuscht sehr oft über die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen der Beteiligten und über die Umweltbelastung durch die Filmproduktionen hinweg. Das ist das Thema, dem wir uns verstärkt widmen wollen in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Jahr. Wir beginnen heute mit dem ersten Fachgespräch dazu und wir werden ein zweites dann zur ökologischen Nachhaltigkeit in der Filmproduktion am 29. Mai hier haben. Filme machen ist Leidenschaft, doch allein von der Leidenschaft, Filme zu machen, lässt sich schlecht leben. Faire Produktionsbedingungen mit Tarif- und Arbeitszeitregeln sind bei Filmproduktionen viel eher die Ausnahme denn die Regel. Filmschaffende verdienen trotz aufwendiger, langer Berufsausbildung zu wenig zum Leben. Überstunden- oder Feiertagszuschläge werden selten gezahlt und ein Leben nach dem Set ist wegen der Arbeitszeiten schwierig und oft kaum möglich. Dazu kommt, dass es in der Branche kaum noch regelmäßige Engagements gibt. Filmschaffende wissen nie, wie lange sie von ihren Gagen zehren müssen. Verleih- und Postproduktion müssen mit Restgeldern auskommen, weil das Budget der Produzenten und Produzentinnen so knapp bemessen ist, dass es dafür eigentlich schon gar nicht mehr reicht. Und Altersarmut unter den Filmschaffenden ist unter diesen Bedingungen vorprogrammiert. Das sind Fakten einer Branche, die zu einem erheblichen Teil durch öffentliche Gelder finanziert wird. Und nicht zuletzt deshalb sind diese Arbeitsbedingungen für uns auch nicht länger hinnehmbar. Wie schaffen wir aber faire Filmproduktionen? Wie erreichen wir Produktionsbedingungen, die allen Beteiligten und ihren berechtigten Ansprüchen ein Leben von und neben ihrer Leidenschaft für Filme gerecht wird? Und wer trägt dabei die Verantwortung? Wer kann dazu beitragen, dass das gelingen kann? Liebe Gäste, ich freue mich, dass wir heute Abend eine ganze Reihe ausgezeichneter Experten und Expertinnen hier unter uns haben, die uns in dieses Thema einführen werden und die mit uns diskutieren werden, die wir für diesen Abend gewinnen können. Wir haben für diesen Abend gewonnen Frau Lisa Basten, unsere Keynote-Sprecherin, und die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen Uli Aselmann, Produzent und geschäftsführender Gesellschafter der Film GmbH, Nadja Brunkhorst, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin, Bettina Ricklefs, Leiterin des Programmbereichs Spielfilm, Serie vom BR, Dr. Klaus Schäfer vom FFF und Frau Nicola Knoch, individuelle CSR-Begleiterin und Coach. Zu den letztgenannten fünf Personen werden wir später noch mehr hören, falls Ihnen jetzt Fragen gekommen sind bei der Vorstellung. Ich sage als erstes schon mal herzlichen Dank für die Bereitschaft, hier mitzuwirken. Schön, dass Sie da sind.
Ich sage Ihnen noch kurz, wie der Abend ablaufen wird. Die Keynote habe ich schon erwähnt. Wir werden jetzt also gleich eine Einführung von Frau Lisa Basten hören. Danach sind inhaltliche Nachfragen zu dieser Einführung möglich. Und dann gehen wir in eine Podiumsdiskussion. Und wir werden darauf achten, dass wir auch noch ausreichend Zeit haben, dass Sie mit uns auch diskutieren können und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Publikum. Und wenn wir dann noch Zeit und Lust haben, gibt es ein kleines Get-Together noch im Steinernen Saal, wo Sie jetzt auch schon angekommen sind. So, Frau Lisa Basten. Frau Basten ist am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dort arbeitet und forscht sie. Sie ist Stipendiatin im Promotionskolleg Gute Arbeit und sie promoviert dort am Institut für Wirtschaftswissenschaften der FU in Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit oder wird sie sich auf die steigende Bedeutung von projektbasierten Arbeitsverhältnissen im Spannungsverhältnis zwischen Zukunftsmodellen und drohender Prekarisierung konzentrieren. Sie hat bereits ein Buch veröffentlicht, was, soweit ich das im Internet nachverfolgen konnte, ganz hohe Wellen auch geschlagen hat. Das heißt, Wir Kreative, das Selbstverständnis einer Branche, das hat sie im letzten Jahr publiziert. Frau Basten studierte Soziologie und Komparatistik an der LMU München und dann ist sie in die Medienbranche gewechselt, hat einen Master in Medienwissenschaften gemacht und wie gesagt, jetzt promoviert sie und sie hat seit nebenher oder gleichzeitig, oder das wird sie uns vielleicht auch sagen, auch 10 Jahre bereits als selbstständige Texterin gearbeitet. Sie kennt also die Branche von vielen Seiten her. Ich freue mich sehr auf Ihren Beitrag. Bitte schön, Frau Basten. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war jetzt eine umfangreiche Vorstellung. Wenn es noch Fragen gibt, ich bin ja danach noch da. Erstmal denke ich, ist das genug. Ja, ich spreche derzeit ja immer wieder über die Arbeitsbedingungen kreativer Branchen in Deutschland. Es passiert in unterschiedlichen Foren und mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Über Ihre Einladung hierher habe ich mich allerdings tatsächlich besonders gefreut, auch weil ich während meiner Schulzeit immer am Maximilianeum vorbeigefahren bin und dann schon manchmal gedacht habe, ob es mich irgendwann mal da reinführt. Schön, dass es auf Ihre Einladung passiert und besonders schön, dass es im Rahmen der Film- und Fernsehbranche passiert. Ja, Aktion Grün Fair Film. Aktion ist weggefallen, aber auf der meiner Einladung stand noch Aktion Grün Fair Film, das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. In meiner Keynote werde ich heute deshalb nicht über den eigenen Wert von Kunst und Kultur sprechen oder die Abgrenzung dessen zu Zielen der Wirtschaftsförderung, wie ich das an anderer Stelle oft mache. Ich werde auch nicht über die Strukturen sprechen, die dazu tendieren, bestimmte Ausprägungen von Kultur zu befördern und andere, vielleicht auch kreativere, nicht so viel Raum zu geben. Auch über den grünen Film werde ich leider nicht sagen, weil der sich mir als Konzept noch nicht voll erschließt. Ich konzentriere mich also auf den Begriff der Fairness. Und zwar Fairness für die, die mit dem Filmemachen ihren Lebensunterhalt verdienen. Ein fairer Film ist also zunächst einmal einer, bei dem fair gearbeitet wurde. Aber was ist faire Arbeit? Fair für wen? Mit welchem Ziel? Und wer ist verantwortlich für die Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen? Auch an anderer Stelle wird in diesem Land sehr viel über Arbeit zurzeit diskutiert, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, die sich mit fairer Arbeit auseinandersetzen oder guter Arbeit oder einfach mit Arbeit der Zukunft. Die finden auf vielen Stellen statt und finden, denke ich, auch vermehrt statt. Sie finden innerhalb von ganz konkreten Branchen statt. Da geht es zum Beispiel um die Höhe von Mindesthonoraren im Bereich von Crowdwork oder wie viele aufeinanderfolgende Zeitverträge in der Wissenschaft eigentlich legal sind. Oder ob eine Plattform wie clickworker.de ein Arbeitgeber ist oder eben auch um die angemessene Vergütung für Urheber. Das betrifft Ihren Bereich dann. Diese Veranstaltungen finden aber auch innerhalb von Institutionen statt, also nicht nur branchenspezifisch, sondern auch die Institutionen beschäftigen sich mit dem Thema, zum Beispiel und insbesondere natürlich innerhalb der großen Gewerkschaften, der IG Metall und Verdi, denen die Fälle davon schwimmen, obwohl faire Arbeit und gute Arbeit doch eigentlich ihr Thema sein müsste. Das Thema ist intensiv auf der politischen Bühne präsent, auch in Vorbereitung auf den Bundestagswahlkampf, aber hoffen wir mal nicht nur deshalb.
Warum ist faire Arbeit so en vogue? Deutschland steht mitten in einer Umgestaltung der Arbeitswelt in einem Maße, wie wir sie zuletzt mit der Industrialisierung erlebt haben. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind da Schlagworte, Flexibilität und Prekarisierung sind andere. Was die arbeitenden Menschen in diesem Land aber am meisten betrifft, ist der Rückgang des Normalarbeitsverhältnisses, also des Arbeitsverhältnisses, das in unbefristeter Vollzeitstelle in einem Betrieb stattfindet, in einer stabilen Belegschaft, typischerweise in Anbindung mit einer Gewerkschaft und den entsprechenden Durchsetzungsvermögen. Und nur dieses Normalarbeitsverhältnis profitiert vollumfänglich von der Regulierung von Arbeit und der sozialen Absicherung, die in Deutschland möglich ist. Alles ist auf diese feste Bindung ausgelegt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Soziale Absicherung, staatliche Rentensysteme, die Rechte auf Mitbestimmung, Betriebsräte, genau wie die Kategorien im Steuerrecht oder im Statusfeststellungsverfahren. Wer sich außerhalb dieses Systems bewegt, der hat im Moment wenig Gestaltungsspielraum oder Möglichkeiten. Wer also in den projektbasierten Arbeitsverhältnissen tätig ist, als Selbstständige oder eben auf Produktionsdauer beschäftigt, also in befristeten Arbeitsverhältnissen mit unterschiedlichen Arbeitgebern, der findet sich derzeit in so einer Mischung wieder. Einerseits ein bisschen unsichere Rechtslage, sieht man im Konstrukt der Scheinselbstständigkeit, und andererseits im Umstand, dass die Sozialsysteme unpassend sind für die eigene Erwerbstätigkeit. Trotzdem, und hier beginnt der Bogen vom Diskurs über die Zukunft der Arbeit zur Fairness beim bayerischen Film, sind immer mehr Menschen eben nicht in den unbefristeten Vollzeitstellen tätig, ohne dass das irgendwas daran ändern würde, was Arbeits- und Wirtschaftspolitik in diesem Lande macht. Das ist insbesondere beunruhigend, da die Branchen, die man gemeinhin als zukunftsträchtig betrachtet, also die mit den größten Wachstumsraten oder die am attraktivsten sind für jüngere, nachwachsende Generationen oder die mit dem steigenden Anteil am Bruttosozialprodukt, genau diese Branchen sind von Selbstständigkeit und befristeten Arbeitsverhältnissen geprägt. Und in eben diesen Branchen ist es nicht mehr eindeutig, wer Arbeitgeber ist und wer Arbeitnehmer ist. Eine dieser zukunftsträchtigen Branchen, Sie ahnen es bereits, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist erstmal ein Konstrukt aus dem BMWI, aus dem Wirtschaftsministerium, 11 Branchen unter Mitarbeit des BKM, wollen wir nicht unterschlagen, aber es ist schon sehr, also kommt ganz klar aus der Wirtschaft. Die Film- und Fernsehbranche ist dort einer der wichtigsten Pfeiler in diesem Konstrukt, sowohl auf bayerischer Ebene als auch auf Bundesebene. Und zwar was die Umsatzzahlen betrifft, was Wachstumszahlen betrifft und auch was die Anzahl der Erwerbstätigen betrifft. Die Film- und Fernsehbranche ist also Teil einer der zukunftsträchtigsten Wirtschaftszweige dieses Landes. Als eine Branche, in der darüber hinaus die unbefristete Vollzeitstelle eine weiter schwindende Minderheit ist, ist die Film- und Fernsehwirtschaft selbstverständlich auch ein Modell für den Wandel der Arbeitswelt, den ich eben kurz skizziert habe. Ich halte diesen Rahmen für extrem wichtig in der Diskussion darum, wie fair produziert werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass Fragen nach Fairness beim Film sich nur lösen lassen, wenn man das Ganze von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ich schlage mal drei vor. Erstens, im Bereich der speziellen Wertschöpfungskette bei Film und Fernsehen. Und ganz ehrlich, an dem Punkt geht meines Erachtens auf lange Sicht kein Weg an der Verpflichtung auf sozialverträgliche Mindeststandards vorbei. Das ist nun mal der einzige Weg, um zu unterbinden, dass Lohndumping zum Wettbewerbsvorteil wird. Andererseits, zweite Ebene, haben wir einen Konflikt zwischen Kunst und Arbeit, mit dem wir uns irgendwie da drin auseinandersetzen müssen. Es gibt diesen Mythos, das ist so ein bisschen, das ist das Hauptthema meines Buches, was Frau Grote auch erwähnt hatte. Es gibt diesen Mythos, dass kreatives Arbeiten dafür entschädigen soll und entschädigen muss, dass man zu schlechteren Bedingungen zu arbeiten hat als andere. Und dieser Mythos ist extrem stark. Fairness muss in irgendeiner Form auch diesen Aspekt tangieren. Fairness beim Film wird also an der Frage nicht vorbeikommen, wie viel freiwillige Selbstausbeutung faire Produktionen dulden müssen. Die dritte Ebene,
auf die ich eingehen möchte, die ich erwähnen möchte, ist eben die Ebene der Gesetzgebung, die sich einem allgemeinen Wandel der Arbeitswelt auch im Sinne der kreativen Projektarbeit stellen muss. Die Arbeitsbedingungen in der Film- und Fernsehbranche sind in weiten Teilen indiskutabel. Ulrike Grote hatte ein paar Fakten ja gerade genannt. Es gibt die bislang größte gewerkeübergreifende Umfrage, ist von Jörg Langer letztes Jahr erschienen, und die hat das mit sehr klaren Zahlen belegt. Wir können das aber auch aus anderen Quellen stützen. Wir können uns angucken, was sagt die Künstlersozialkasse dazu. Wir können uns eben diese Monitoringberichte zu Kultur- und Kreativwirtschaft anschauen. Da ist sehr wenig drin über die Leute, die tatsächlich kreativ arbeiten. Also ein bisschen was ist drin, und was drin ist, stützt auf jeden Fall die Ergebnisse von Jörg Langer. Wir können das aber auch in den großen Datensets uns angucken, mit denen ich Sie jetzt nicht langweilen will, aber was ich so mache, wenn ich im Büro sitze, durch den Mikrozensus durchscrollen oder das sozioökonomische Panel daraufhin zu untersuchen, wo Sie da wohl drin sind. Also das heißt, wir können das schon von verschiedenen Seiten aus belegen, auch wenn natürlich die Wissenschaft immer gern mehr Daten hätte. Wir haben hohe Raten von Solo-Selbstständigkeit, Betonung auch auf Solo, also keine Mitarbeiter. Ist ja dieselbe Kategorie wie Ärzte oder Rechtsanwälte, aber eben ohne Praxis. Da ist dann auch so die Frage, inwieweit das mit den Regelungen des Sozialgesetzbuches übereinstimmt, dass so viele tatsächlich solo-selbstständig sind. Es gibt einen massiven Gender Pay Gap, der insbesondere auffällig ist, weil es ja eine Branche ist mit extrem hohen Bildungsgraden. Obwohl es in dieser Branche, und das ist spannend im Grunde, also oder schade oder wie auch immer, es gibt ja Tarifgagen, es gibt ja Honorarempfehlungen, es wird ja ganz viel ausgehandelt, und dazu werden wir sicher auch später nochmal mehr hören. Aber diese Mindestbeträge werden anscheinend in weiten Teilen nicht gezahlt. Weder das Arbeitszeitgesetz wird eingehalten, noch Ausgleichsregelungen, die eine weitaus längere Arbeitszeit legal ermöglichen. An irgendeiner Stelle hakt es da. Selbstverständlich spielen die Förderanstalten und die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten da in dieser prekären Arbeitswelt natürlich eine unrühmliche Rolle. Denn wir bewegen uns ja hier im Grunde in einem Bereich, in dem öffentliche Gelder, zumindest ihrem Wesen nach, nicht an die ökonomische Verwertbarkeit geknüpft sind. Innerhalb der Branche sind Produzenten wie Filmschaffende existenziell abhängig von diesen Geldern, weit mehr als in jeder anderen Branche. Eine von diesen Geldern unabhängige Film- und Fernsehwirtschaft gibt es in Deutschland de facto nicht mehr. Und diese existenzielle Abhängigkeit hat, so scheint es, dazu geführt, dass sich keine wirksamen Kontrollmechanismen mehr etablieren konnten. Anders als in anderen Branchen, und da sind Sie, meine Damen und Herren, auch wieder Vorreiter, ist die Sozialverträglichkeit oder die sozialverträglichen Bedingungen sind immer häufiger nur Teil Ihrer Vereinbarungen und Verträge, zumindest auf dem Papier. Papier ist geduldig, stimmt, aber Papier ist nun auch mal eindeutig. Und das im aktuellen Filmfördergesetz oder auch im aktuellen Berliner Koalitionsvertrag die Einhaltung von sozialverträglichen Bedingungen gefordert wird, zeigt meines Erachtens schon, dass hier zumindest ein Problem erkannt wurde. Was es aber auch zeigt, ist, dass erkannt wurde, dass die Branche es nicht aus sich heraus schafft, die Bedingungen zu verbessern. Was jetzt kommen muss, ist meines Erachtens erstens die Frage danach, wie Sozialverträglichkeit tatsächlich durchgesetzt wird. Also wie kann Fairness kontrolliert werden? Von wem? Zweite Frage, was ist Sozialverträglichkeit? Und die dritte Frage, reicht die Einhaltung von sozialverträglichen Bedingungen, um die Prekarisierung der Branche aufzuhalten? Zuerstens, also wer setzt sie durch? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Ruf nach der FFA ist hier nicht überraschend. Immerhin hat sie die Ressourcen. Ich habe mal gestern noch mal gegoogelt. Kontinuierliche Daten werden erhoben zu Kinobesuch, Umsatz, Eintrittspreis, Neustarts und Marktanteil des deutschen Films, Besuchsverhalten und Konsum sowie eine Bestandsaufnahme des deutschen Kinomarkts mit der Entwicklung der Standorte, Spielstätten und Leinwände. Über die Marktdaten hinausgehend informieren eigene Studien und Gutachten, die im Auftrag oder mit Hilfe der FFA entstanden sind, ausführlich und detailliert über das Zuschauerverhalten in den Kinos sowie über die Strukturen und Perspektiven des Filmgeschäfts.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Erfassung einiger Kennzahlen zu fairen Arbeitsbedingungen den Rahmen der Filmförderanstalt sprengen würde. Aber es gibt natürlich andere Kontrollmechanismen, die denkbar sind. Der Zoll, ganz klar, in anderen Branchen kommt der aufs Set. Die Ausweitung der Prüfung durch Sozialversicherungsträger wäre eine Möglichkeit. Und natürlich in betrieblichen Prüfungen. Ich meine, Reisekosten werden ja auch minutiös abgerechnet. Auch da hätten wir also Anknüpfungsmöglichkeiten. Halten wir fest, Frage nach Durchsetzbarkeit kann irgendwie geklärt werden. Es ist hier ein Bereich, in dem öffentliches Geld fließt, in dem Anstalten, das Verwalten, also das sind im Grundsatz natürlich regelbare Bereiche. Alles andere halte ich für Augenwischerei. Zweiter Aspekt, was ist die Sozialverträglichkeit? Das halte ich für die weitaus komplexere Frage. Es gibt den Ruf, und das wäre die schnellste Möglichkeit, würde auch einige an der Diskussion Beteiligte zufriedenstellen, das wäre die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des TVFFS in seiner Gesamtheit. Also nicht nur die Einhaltung der Mindestgagen, sondern auch die komplexen Regelungen, die im Tarifvertrag für Film- und Fernsehschaffende ausgehandelt wurden. Abgesehen von der inhaltlichen Diskussion um den TVFFS, an dem will ich nicht anknüpfen an dieser Stelle, unabhängig davon wäre es aber damit nicht getan. Was ist mit der großen Anzahl der selbstständig Tätigen? Und wir haben 40%, also das sind auch hier Zahlen, widersprechen sich, aber irgendwas zwischen 40% und 50%, die vor allem aus der Selbstständigkeit heraus ihren Erwerbsunterhalt in der Branche verdienen. Was ist auch mit der Postproduktion oder den Dienstleistungsunternehmen oder all den Gewerken, die gar nicht im Tarifvertrag abgedeckt sind? Ich denke an der Stelle, das Letzte, was die Branche braucht, ist noch eine Regelung, die an der Praxis vorbeigeht, die die Gräben vertieft und die notwendige kreative Freiheit, insbesondere auch der Produzenten, einschränkt. Die Gefahr besteht, dass statt besseren Arbeitsbedingungen nur mehr Bürokratie entsteht. Was deshalb meines Erachtens dringend nötig ist, um zu klären, was Sozialverträglichkeit in dieser Branche für alle Beteiligten bedeutet, ist ein runder Tisch, an dem branchenspezifische Mindeststandards allgemein verbindlich geklärt werden. Es braucht also einen Auftrag der Politik, nicht einfach eine Diskussionsrunde. Dieser Auftrag oder diese Bestellung klärt dann auch, wer es bezahlt. Diese Mindeststandards müssen aus der Branche heraus entstehen, und zwar unter Einbeziehung zumindest einer Mehrheit der Gewerke, den Produzenten und der Gewerkschaft. An so einem runden Tisch müssten meines Erachtens außerdem, zumindest kommissarisch, die Sozialversicherungsträger beteiligt sein, auch die KSK und auch die Pensionskasse Rundfunk. Da müssten selbstverständlich und auch vielleicht nicht bei allen Sitzungen, sondern kommissarisch die Sender und Förderanstalten beteiligt sein und meines Erachtens auch das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, eben um sicherzugehen, dass das auch mit der Umwandlung der Arbeitswelt konform geht. Wahrscheinlich braucht, seien wir ehrlich, auch einen wirklich fähigen und wirklich geduldigen Mediator. So, also jetzt haben wir geklärt, Sozialverträglichkeit ist definierbar und sie ist auch durchsetzbar. Kommen wir zum letzten Punkt. Reicht das aus, um die Prekarisierung von Filmschaffenden zu beenden oder aufzuhalten? Das ist die Frage danach, was überhaupt auf der Ebene von Förderstrukturen, auch auf Länderebene und auf der Ebene der öffentlich-rechtlichen Anstalten geregelt werden kann. Lassen Sie mich zum Schluss also den Bogen zurückschlagen zu der tiefer liegenden Problematik der Prekarisierung von all denen, die sich außerhalb des Normalarbeitsverhältnisses in diesem Land befinden. Wenn das Ziel von fairen Produktionen sein soll, und das ist eine Frage, wenn das Ziel sein soll, die Prekarisierung von Film- und Fernsehschaffenden aufzuhalten, dann halte ich die Festschreibung von sozialen Mindeststandards für absolut nötig, aber es wird nicht ausreichen. Denn dann müssen auch die auf das Normalarbeitsverhältnis ausgerichteten Strukturen der deutschen Arbeitswelt verändert werden. Auch das ist selbstverständlich möglich. Es ist passiert in der Vergangenheit, es passiert in unseren Nachbarländern, es passiert auch hier. Nur passiert es nicht im Sinne der Menschen, die auf Projektbasis tätig sind, wie die Produzenten und Filmschaffenden.
Selbstverständlich können die Rahmenbedingungen guter Arbeit in diesem Land weiter gestaltet werden, sodass auch Kultur- und Kreativwirtschaft mit in die als Zukunftshoffnung immerhin ja dieses Landes mit einbezogen wird. Was es dafür aber braucht, sind Strukturen kollektiven Handelns. Auf Branchenebene und auf der Ebene der Arbeits- und Sozialpolitik bedeutet Fairness eben immer auch Solidarität statt reinem Individualismus und Augenhöhe von Partnern statt intransparenten Hierarchien. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Frau Basten hat uns ja schon eine ganze Reihe Fragen auch mit aufgegeben, die wir jetzt hier aus den verschiedenen Blickwinkeln der Diskutierenden auch betrachten wollen. Sie haben zu Recht die Frage gestellt, was ist das eigentlich, eine faire Filmproduktion? Und mit dieser Frage möchte ich jetzt auch gerne einsteigen. Und ich möchte Ihnen zuvor aber noch kurz nochmal das Podium auch vorstellen. Ich gehe jetzt einfach mal von außen nach innen. Ganz außen sitzt die Frau Rickliff, sie arbeitet beim BR und ist zuständig für Film, Serie und Spielfilm. Genau. Und Dokumentarfilm, genau. Neben ihr sitzt Frau Nicola Knoch. Sie arbeitet als Coach und Beraterin und wird uns vielleicht später auch noch mal sagen, auf was sie sich da jetzt gerade mit Blick auf die Filmszene spezialisiert hat. Herzlich willkommen. Frau Nadja Brunkhorst, sie ist Schauspielerin. Einige von Ihnen werden sie kennen, als sie noch ganz jung war, aus ihrem ersten Film, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Aber darüber hinaus hat sie auch als Drehbuchautorin gearbeitet, ist in vielerlei Hinsicht in der Filmbranche tätig. Schön, dass Sie da sind. Die Produzenten vertritt heute, wie schon häufiger auch hier bei uns zu Gast und in dieser Funktion zu Gast, Uli Aselmann. Und der das Geld gibt, ist immer der Professor Schäfer von der FFF, Filmförderung Bayern. Ja, was macht eine faire Filmproduktion aus? Ich würde diese Frage gerne als erstes mal an Frau Brunkhorst stellen. Frau Brunkhorst, ja, was macht eine faire Filmproduktion für Sie aus? Was darf dabei auf keinen Fall fehlen? Ein gutes Buffet. Ernsthaft, also man weiß sofort, wenn man wenig Geld hat, dann muss man einfach ein sehr gutes Catering haben, damit die Leute wenigstens an dem Punkt zufriedengestellt sind, sonst hast du ganz schlechte Laune am Set und dann kannst du überhaupt keinen Film machen. Und dann sind die Beleuchter die Ersten, also Beleuchter sind ja auch die Ersten, die zum Set kommen und die Letzten, die gehen mehr oder weniger, der Aufnahmeleiter ist noch später dran. Die sind die Ersten, die dann ziemlich schlecht gelaunt sind und dann kannst du auch den Inhalt des Filmes vergessen. Eine sehr pragmatische Antwort. Frau Knoch, Sie beraten Produktionen, Produzenten, Filmteams dabei, fairer zu werden. Ist das richtig? Was gehört für Sie oder was macht für Sie den fairen Film aus? Also ich würde mal sagen, es verändert sich für mich über die Jahre auch. Ich berate ja nicht nur Filmproduktionen, sondern auch Unternehmen. Und ich würde jetzt mal sagen, das, was die Lisa gerade gesagt hat, das Thema Sozialverträglichkeit ist so die Basis des Ganzen, also so einen Grund überhaupt zu haben, auf dem man unter dem, was wir so als fair verstehen, zusammenarbeiten kann und alles, was dann obendrauf kommt, da sind Filmproduktionen nicht anders als jedes Wirtschaftsunternehmen sehr abhängig von den Leuten, die vom Produzenten, wie die mit ihrem Team umgehen, also wirklich mal fernab von Bezahlung, einfach der Umgang der Leute miteinander und also ich glaube, wenn eine Produktion am Ende des Tages fair war oder wenn die Leute sich da gut behandelt gefühlt haben, wenn das Buffet gut war,
Dann ist es einfach so, dass eben nicht nur das Produkt gut geworden ist, sondern dass der Prozess einfach auch Spaß gemacht hat. Also, dass das eine gute Zeit war, die man da gemeinsam verbracht hat. Das muss ich nochmal nachfragen, wenn Sie da so in so eine Filmproduktion mit reingehen, die sind ja dann im Glücksfall gleich von Anfang an mit dabei, sind dann die Filmleute nicht genervt, dass da jetzt noch eine kommt, die um alles andere, was man eh schon organisieren muss, jetzt auch nochmal was Neues mit reinbringt? Kommt drauf an. Das ist sehr abhängig von der Haltung des Produzenten. Also wenn der jetzt sagt, so, jetzt machen wir auch grün, und sich aber nicht darum kümmert, dass die Rahmenbedingungen für das Team stimmen, dann wird es schwierig. Also dann ist es per se schwierig. Also das ist mal das Thema Grün, aber heute soll es ja eher um das Thema Fairness gehen. Und ich habe mich da auch rangetastet so über die letzten Jahre und war letztes Jahr zum ersten Mal bei einer Produktion eben dabei, in der Vorbereitung und dann als Coach fürs Team. Und da waren, und das hat der Produzent hat gesagt, ich möchte das gerne meinen Leuten bereitstellen, weil es immer wieder knarzt und hakt. Und wir haben gesagt, wir probieren es einfach aus und waren selber sehr erstaunt, wie viele Leute dann doch immer wieder gekommen sind. Das haben wir leider nicht die ganze Zeit durchziehen können, aber also insofern, davon ist es abhängig. Also wird es von oben gewünscht oder nicht? Darf ich kurz was sagen? Das war der Film Amelie Rent, den ich geschrieben habe und der jetzt auch ins Kino kommt. Und was ich gehört habe, da waren ja auch zwei, sage ich mal, weil wir in Bozen, also in Südtirol gedreht haben, da war auch kulturelle Sachen quasi Deutsch-Südtiroler. Und das hat sehr geholfen, dass da jemand war, der grundsätzlich mit den Leuten kommuniziert hat. Also wo es eine Stelle, einen Ansprechpartner gab. Oder ja, das habe ich auch das erste Mal erlebt. Ich habe schon erlebt am Set, dass man gesagt hat, wir stellen eine Masseurin zur Verfügung. Ja? Das habe ich erlebt oder so. Aber dass jemand da ist, der ansprechbar ist, wenn ich mal Schwierigkeiten habe oder mich scheiße behandelt fühle, das hatte ich so noch nicht. Und das fand ich echt eine ganz tolle Innovation, muss ich sagen. Gut. Uli Aselmann, Sie sind ja mal ausgezeichnet worden, auch für eine faire, besonders faire Filmproduktion. Wie war das? Was war das? Und deshalb auch die Frage, was macht das jetzt aus Sicht des Produzenten aus, fair zu produzieren? Ja, Ulrike, ich muss erst mal sagen, dass ich erstaunt bin, wie viele Menschen hier zusammengekommen sind für dieses Thema. Es scheint die Leute ja zu interessieren. Mich macht das sehr nervös, weil ich ja jetzt der Produzent bin. Und eine faire Produktion macht, glaube ich, immer die Leidenschaft aus, mit der Hersteller, also der Produzent, diese Produktion auch möglichst gut machen möchte. Und ich glaube, aus diesem Impetus heraus überträgt sich das auf das Team und auf die Leute, die die Verhandlungen führen mit den Mitarbeitern und dann ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass sie alle dasselbe wollen, nämlich einen tollen Film machen. Und das ist, glaube ich, der stärkste Antrieb, auch faire Produktionsmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Sie das auch merken, die reden sich alle so ein bisschen drumrum. Ne? Man hat sich lieb und das Essen ist gut und man kann reden. Und ich dachte, es geht hier ums Geld. Ja? Also deshalb würde ich jetzt doch mal gerne wissen. Deshalb lasse ich jetzt den Uli Aselmann nicht so einfach raus, sondern sage, jetzt ist er wirklich hier der Produzent. Ist es denn überhaupt im Interesse des Produzenten, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen und alle, die sonst auch noch mitbeteiligt sind, bei der Filmproduktion, dass die da Tariflöhne kriegen, dass sie zumindest Mindestlöhne garantiert sind? Das sind ja alles Kosten, die deine Produktionskosten in die Höhe treiben, die musst du ja wieder irgendwo herbekommen. Also kann das überhaupt in deinem Interesse sein? Ja, natürlich. Also warum soll ich die Mitarbeiter nicht gut bezahlen? Ich höre das immer wieder, dass es Kollegen gibt, bei denen das angeblich anders sein soll. Ich sage immer bei Verdi, bei den Verhandlungen, die wir da führen, sie sollen uns die schwarzen Schafe nennen, über die man redet. Die werden nicht benannt. Und man muss das ja auch unterscheiden zwischen Fernsehfilm und Kinofilm. Beim Fernsehfilm
bin ich sozusagen davon abhängig, die Gelder einzusetzen, die ich vom Sender bekomme. Und beim Kinofilm sollte ich halt möglichst so kalkulieren, dass ich das Team und alles drumherum so fair bezahlen kann, wie das für den Anspruch dieses Films auch notwendig ist. Ich glaube, also zumindest ist das für mich als unabhängiger Unternehmer ganz wichtig, dass es mir nicht um meinen eigenen Profit geht, sondern dass es mir wirklich um die Geschichten geht, die ich erzähle. Da rede ich jetzt nicht drum herum, sondern das ist für mich eins der wesentlichsten Punkte, warum ich nicht Regisseur geworden bin. Da war ich vielleicht nicht gut genug für, obwohl ich es mehrfach versucht habe, sondern ich bin Produzent geworden, weil ich Geschichten erzählen möchte. Und das kann ich wirklich besser mit Leuten, die daran Spaß haben, alle daran zu unterstützen, in der Idee, einen guten Film zu machen. Das hört sich jetzt doof an, aber so ist das für mich. Und es gibt sicherlich andere Kollegen, die das anders sehen. Aber ich glaube, der wesentliche Teil meiner Kollegen, gerade hier in Bayern, die sehen das genauso wie ich. Dankeschön. Jetzt möchte ich mal den Geldgeber fragen, Professor Klaus Schäfer. Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung, faire Filmproduktionen zu garantieren? Sind das, wie wir jetzt diskutiert haben, die Produzenten und Produzentinnen oder sind das eben auch die Filmförderer oder die Filmförderanstalten? Ich werde auch die Frau Rickles gleich noch fragen, ob welche Rolle hier der Bayerische Rundfunk als öffentliche Rundfunkanstalt spielt oder müssen da alle zusammenwirken? Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Was ist der Blick des FFF auf dieses Thema? Also zunächst darf ich sagen, die Kernaufgabe eines Förderers, jedes Förderers, ist Filme zu ermöglichen. Also wir sind weniger Filmpolizei, dass wir sagen, wir müssen jetzt kontrollieren, dass sie immer alles richtig machen, alles gut machen oder so. Denn das Erste ist, dass wir überhaupt Filme ermöglichen, dass wir Gelder geben an die Produktionen, mit denen dann natürlich auch Filmschaffende bezahlt werden. Selbstverständlich setzen wir voraus, dass sich die Filmproduzenten, die unser Fördergeld bekommen, was ja zu großen Teilen Steuergeld ist, nicht immer, aber zu großen Teilen, dass sie sich an geltendes Recht, an geltende Gesetze halten, das ist ganz klar. Mindestlohngesetz schon angesprochen worden, wir gehen davon aus, dass eben diese Vorschriften auch eingehalten werden und würden auch, wenn wir da Anzeichen hätten, dass das nicht der Fall ist, würden wir dem nachgehen. Andererseits sind wir nicht aufgerufen, eigenes Sozialrecht über dem bestehenden Recht, was ja immer noch von Bundestag und Landtagen verabschiedet wird, sozusagen ein eigenes Recht obendrauf zu satteln, sagen, und wer gefördert wird, für den gilt nicht das allgemeine Recht, also nicht das normale Mindestlohngesetz, sondern das Mindestlohngesetz des FFF, und da steht 1 Euro höher in der Stunde drin. Das ist einfach, das muss man sehen, das ist die Diskrepanz, dass man sagt, es gibt gesetzliche Regelungen im Land und die müssen eingehalten werden, aber es gibt kein Sonderrecht, dass man, wenn einer gefördert wird, sozusagen oben noch drauf gestülpt wird. Dazu kommt der Begriff fair, wir haben das ja schon gehört, auch in der Privat. Fair ist natürlich ein, wenn man so will, unbestimmter Rechtsbegriff. Jeder, der hier sitzt, das haben wir schon an den Beitragen gehört, stellt sich unter fair auch ein bisschen was anderes vor. Ich halte mich da lieber an Recht und Gesetz und sage das, was rechtlich geregelt ist von euch und vom Bundestag, oder wer auch immer zuständig ist, muss eingehalten werden. Aber wir sind nicht berufen, da ein Sonderrecht aufzustülpen. Ja, das kann ich schon soweit verstehen. Die Frage ist nur jetzt, du hast gesagt, wir gehen davon aus, dass das eingehalten wird. Es gibt ja andere Kriterien der Filmförderung, die zum einen deutlicher auch geprüft werden, schon in der Konzeption abgeprüft werden. Und es gibt ja schon auch die Möglichkeit in der Abrechnung oder überhaupt mal sich das Konzept anzuschauen und zu schauen, ob denn überhaupt mit dieser Konzeption möglich ist, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Also sieht sich der FFF da überhaupt nicht in der Pflicht, jetzt nicht im Sinne einer Filmpolizei, sondern so wie es bei anderen Kriterien auch gilt, sei es zum Beispiel, wo gedreht wird, ist ja auch so ein Punkt, dass man sowas auch stärker abprüft oder fragt oder dass man auch einen Wettbewerb unter Anträgen, Förderanträgen zulässt und sagt,
gesagt, ja, eine Produktion, die sich besonders fair hier aufstellt, hat vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil. Also neben allen anderen, ich meine, ich will hier nicht die künstlerische Qualität in Frage stellen, aber es gibt ja durchaus eben auch andere Kriterien, die neben der künstlerischen, die der FFF berücksichtigt. Also wie sieht es damit aus? Das ist ganz klar, der Wettbewerb findet erstmal statt in den Inhalten, in der Qualität, in der künstlerischen Qualität und nicht an der Qualität des Caterings zum Beispiel. Natürlich gibt es Dinge, die wir prüfen müssen und da muss man unterscheiden. Es gibt spezielles Förderrecht, zum Beispiel Ländereffekte, zum Beispiel wie hoch die HUs sind. Und so. Also ein spezielles Förderrecht, das gesetzlich geregelt ist, beziehungsweise dann durch Richtlinien. Selbstverständlich müssen wir das prüfen, wer sollte das sonst prüfen? Dann gibt es aber allgemeines Sozialrecht. Und wir haben, ich sage nochmal, den Mindestlohn. Ich habe in dem Vortrag entnommen, als sei der Zoll zwar für den Mindestlohn zuständig, er ist es, wir wissen das, aber nicht bei Filmproduktion. Halt, warum nicht? Natürlich auch bei Filmproduktion. Das heißt, soweit es in diesem Land per Gesetz Zuständigkeiten gibt, der Zoll für Einhaltung des Mindestlohns, Gewerbeaufsicht für Arbeitszeiten, Kinderarbeit und so, macht es ja keinen Sinn, dass man sagt, es gibt jemanden, der im Land zuständig ist, das zu prüfen, aber dann gibt es noch jemand anderen, der prüft dann nochmal nach. Denn was haben wir denn für Sanktionen, auch wenn jemand verstößt? Der Zoll hat Sanktionen, wenn jemand gegen das Mindestlohngesetz verstößt, hat er Sanktionsmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber der kann das auch durchsetzen. Unsere einzige Sanktion wäre, was wir übrigens machen, wenn zum Beispiel der Beineffekt nicht eingehalten wird oder sowas, ist Mittelkürzung. Aber das trifft ja genau die ihr eigentlich schützen wollt, dann, wenn wir sagen, wenn der Produzent das Mindestlohngesetz nicht einhält, dann kündigen wir den Fördervertrag, verlangen das Fördergeld zurück, aber damit helfen wir nicht denen, denen ihr helfen wollt. Und deswegen muss man sagen, jeder prüft das in seiner Zuständigkeit, wofür er nach Gesetz und Recht zuständig ist. Wir die filmspezifischen Merkmale, die zuständigen Ämter ihre Zuständigkeit. Aber um das auch gleich zu sagen, natürlich schauen wir bei der Einreichung einer Produktion, schauen wir uns die Budgets an, wir schauen uns die Kalkulationen an. Wenn wir, ohne jetzt die speziellen Fachleute in diesen Fragen zu sein, wenn wir feststellen, das kann man doch für dieses Geld gar nicht machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein solches Projekt fördern, das ganz offensichtlich unterkalkuliert ist, gering, dass wir das fördern. Ob das dann denen hilft, die an diesem Projekt mitarbeiten wollten eigentlich, ist wieder eine andere Frage, aber das ist, so weit sehen wir uns in der Verantwortung. Wenn wir im Verlauf einer Produktion Hinweise zum Beispiel aus der Belegschaft einer Produktion bekommen, was manchmal vorkommt, zum Beispiel, dass sie sagen, wir werden gar nicht bezahlt. Die sagen gar nicht Mindestlohn, die sagen, wir kriegen seit 3 Monaten kriegen wir unser Geld nicht und so. Gehen wir denn nach, fördern die Produzenten zunächst mal auf und sagen, was ist das? Audiator et altera pars, hören wir mal, was der Produzent dazu sagt. Das ist für den Produzenten wahrscheinlich unangenehm. Uli Aselmann ist das noch nie passiert, weil das da bei ihm halt noch nicht vorkam, aber das ist schon vorgekommen, sind nicht häufige Fälle, aber Einzelfälle. Wir gehen dem dann schon nach. Aber zum Schluss lenken wir das immer dahin, wo die zuständige Stelle ist. Das geht hin bis hin zum Subventionsbetrug. Es gibt auch Fälle, Verdachtsfälle von Subventionsbetrug. Wir haben im Moment 2 Anhängige. Da darf ich nicht mal drüber reden, geschweige auch nicht mit dem Produzenten, weil dann ist schon die Gefahr Strafvereitelung im Amt auf dem Tisch. Dann müssen wir das anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft muss dem nachgehen und ich muss mit diesem Produzenten in den nächsten Anträgen weiterarbeiten als wie bisher und darf ihm nicht mal sagen, hör zu, wir haben da bei deinem letzten Projekt aber irgendwas entdeckt, weil sofort bin ich dran. Die Staatsanwaltschaft hat mir hier einen Maulkorb und uns allen einen Maulkorb verpasst und das Ärgerliche dann bei mir ist, das liegt da jetzt ewig, weil die alle überlastet sind. Das liegt da seit Monaten. Und ich sage, da geh doch mal hin schließlich und schau mal in die Bücher rein und schau dir das mal an. Wir dürfen es nicht tun, um den Verdächtigen nicht zu warnen. Und die Staatsanwaltschaft ist überlastet. Also es ist nicht so einfach, aber wir können jetzt einfach nicht die Funktion der Staatsanwaltschaft oder des Gewerbeamtes oder auch des Zolls übernehmen. Kurzer Einwurf, Frau Brunkhausen, dann möchte ich vorhin so schön über das Catering geredet habe, noch eine kurze Realität meines Lebens einwerfen. Damals mit 13 habe ich ja Christiane F. gespielt und ich habe damals 300 D-Mark pro Tag gekriegt. Das war für mich mit 13
wow, ich werde reich. Ja. Wir hatten auch viele Drehtage und ich hatte so, wow, ich bin jetzt reich. Ja. Ich habe ziemlich schnell, ich arbeite jetzt seit, nachgerechnet, 36 Jahren in der Branche, festgestellt, wenn ich mich entscheide, Film machen zu wollen, was ich getan habe, wo ich mich darüber freue, das ist meine Leidenschaft, dann werde ich nicht reich. Ich werde in diesem Leben nicht reich. Wenn ich auf meine Rentenbescheide gucke, die jetzt eintrudeln, dann und ich zahle ein, ich habe als Schauspielerin eingezahlt, ich zahle in die Künstlersozialversicherung ein, seitdem ich schreibe, das ist auch schon 20 Jahre. Ich habe meinen Rentenbescheid, den kann ich vergleichen mit einer Freundin von mir, die ist Waldkindergärtnerin, die wird genauso wenig kriegen. Ja, wir werden uns dann schön in der Alters, sagen wir mal, unterstützen. Ich sehe es nicht als Armut, aber ich werde mich dann, falls ich jemals aufhören sollte zu schreiben, was ich auch nicht glaube, das ist das andere, ich gehe nicht mit 63 in Rente, sondern ich mache meinen Job, bis ich von der Bühne falle. Das ist meine Leidenschaft. Ja. Aber ich habe die gleiche Rente, also ich habe keine Rente. Ich habe keine Rente, kann man sagen. Davon kann ich nicht leben, schon gar nicht in München. Das ist eine Realität. Ich habe nachdem meine Tochter ausgezogen ist, ein Sabbatjahr gemacht, weil ich überlegt habe, will ich so noch weitermachen? Ja, will ich so weiter Filme machen? Aber es ging bei mir nicht um das Finanzielle, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da habe ich so ein Selbstverständnis, ich komme aus einer Künstlerfamilie, mein Vater war Bluesmusiker, der hatte das gleiche Thema. Sondern es ging um das Inhaltliche, weil immer wenn ich über die Straße gegangen bin, kam ein Produzent und hat gesagt, hast du noch eine neue Idee für einen Tatort? Und ich habe immer gemerkt, ich habe keine Lust, immer nur dieses Krimi-Deutschland zu bedienen. Und habe mich dann mal ein Jahr zurückgezogen und habe gesagt, okay, mache ich nicht. In diesem Jahr, das sage ich jetzt hier das erste Mal öffentlich, konnte ich mich auch nicht einfach zurückziehen, sondern ich habe in diesem Jahr bei einem Behinderten gearbeitet. Ich habe eine Helferin eines Behinderten gemacht. Das war ein super Jahr. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war eine Woche krank und habe dafür auch noch Geld gekriegt. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben gehabt. Krank sein und trotzdem, ja, weil ich bin selbstständig. Es war ein sehr, sehr gutes Jahr und ich habe beschlossen, ich bleibe dabei und schreibe jetzt meine Sachen, mache jetzt meine Filme. Es läuft ja auch sehr gut und da freue ich mich drüber. Was ich aber so richtig, wenn man richtig hinguckt, Menschen wie Maren Ade, Toni Erdmann, ja, jetzt reden wir wieder über Inhalte, aber es ist wahr. Maren Ade hat einen Film 2003 gemacht. Wald vor lauter Bäumen. Der zweite, guter Film übrigens, super Film. Ich kann das nicht vom Inhaltlichen trennen. Zweiter Film, alle anderen, Berlinale gelaufen, 2009, 6 Jahre dazwischen. Dritter Film, Toni Erdmann, 2016, 7 Jahre dazwischen. Sie sitzt jetzt nicht hier, aber ich weiß, wie sie arbeitet. Sie hat sich entschieden, mit wenig Geld zu leben. Sie arbeitet sehr intensiv, sehr lange und wir werden alle hier nicht reich. Und ich habe damit, nein, ich habe damit kein Problem. Es ist nur eine Entscheidung. Ja. Naja, aber das ist natürlich das, was ich finde jetzt aus der Sicht derer, die von dieser Arbeit profitiert und auch, ich sage es jetzt wirklich, auch von der Selbstausbeutung profitiert, nicht das, was ich unterstützen möchte. Also ich möchte schon, dass Leute, die so eine gute Arbeit machen, auch wenn sie die projektweise machen oder eben mit Jahren dazwischen, dass am Ende eben das nicht in der Altersarmut endet. Und dann, dafür sitzen wir hier und überlegen, wie wir, es muss nicht jeder Millionär werden, aber man muss ein vernünftiges Auskommen haben, wir können auch nicht verantworten, dass öffentliche Gelder hier ausgegeben werden und die Leute am Ende doch prekär leben müssen. Ja, auch wenn es ihnen das ist wahr. Auch wenn es ihnen nicht so viel ausmacht. Ich bewundere ihre Gelassenheit. Ich rede nur von einer Realität. Ja, natürlich. Da, ganz genau. Dann darf man nicht an meinem Urheberrecht schrauben, weil ich lebe, meine Rente ist VG Wort. Richtig, ja. Anderes wichtiges Thema, ja. Wenn man an meinem Urheberrecht schraubt, und das machen unter anderem ihre Partei, ja. dann
dann nimmt man mir meine Lebensgrundlage vollständig. Also das ist nur ein Blödsinn. Mhm. Ja? Ich würde jetzt gerne mal den BR zu Wort kommen lassen in Form von Frau Rickleffs. Wie sieht das der BR? Was können Sie, so wie Klaus Schäfer es beschrieben hat, eben selbst tun als öffentlich-rechtliche Anstalt, um faire Standards einzuhalten? Wie gehen Sie mit dem Thema um? Also am Anfang stand ja die Frage, was man sich unter faires Produzieren oder auch einem fairen Miteinander vorstellt. Vielleicht erstmal fair, indem man auch die Qualität bekommt, die man miteinander verabredet hat, zu Rahmenbedingungen, die man sehr früh im Vorfeld miteinander bespricht, also was man möchte, auch zusammen möchte, was das für einen Umfang bedeutet, wie man den stemmen kann, dass man früh genug auch in eine Bucharbeit reingeht, wenn man sieht, die finanziellen Rahmenbedingungen würden das weit sprengen, was man vorhat, oder man versucht noch andere Finanzierungsmöglichkeiten mit aufzubekommen. Das setzt aber wirklich voraus einen konstruktiven Austausch, vertrauensvollen und transparenten Austausch zwischen Produzent und Sender. Den wir, kann ich nur aus meiner Erfahrung, seitdem ich Programmbereichsleiterin bin, sozusagen hier in München unterstreichen kann, zumindest mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Was kann die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen sagen, also was gibt es für Maßgaben, das zu überprüfen? Wir haben ja Kalkulationsprüfungen bei den Auftragsproduktionen, die wir vornehmen, anhand der Produktion, der Kalkulationsprüfungen von Menschen, auch mit einem Vier-Augen-Prinzip innerhalb des Senders, die wissen, was sie tun und was das bedeutet. Oft selber Produktionsleiter waren, aus der Herstellungsleitung kommen, am Set gearbeitet haben, überblicken eine Kalkulation, prüfen natürlich auch, und da fällt es auf, ob Tarifgagen zugrunde gelegt worden sind, ob Sozialversicherungsbeiträge mitkalkuliert worden sind, ob Pensionskassenanträge, also Anteile mitkalkuliert worden sind, ob Überstunden mitkalkuliert worden sind, Sonntags- und Feiertagszuschläge, wenn man einen Tatort, nehme ich jetzt mal als vielbeschworenes Krimi-Genre, der weitaus in der Nacht spielt, ob Nachtzuschläge mitkalkuliert worden sind. Wenn wir einen Mittwochsfilm haben, in dem Kinder eine große Rolle spielen, ob die Drehtage auch ausreichen, mit den Kindern zu drehen. Also wir sind normalerweise bei 23 Drehtagen im Genrebereich, also Tatort und Polizeiruf, 23 auch bei den Mittwochsfilmen, haben aber durchaus auch 100%ige Auftragsproduktionen, wo wir weitaus mehr Drehtage akzeptieren, wenn es besondere Umstände gibt, wie ein Kinderdreh. Das sind alles sozusagen Komponenten, sagen auf, die für uns eine Überprüfungsgrundlage sind. Es gibt ein... jetzt bin ich selber irritiert, Entschuldigung, aber das ist eh schon unterbrochen. Der Aselmann fühlt sich nicht wohl und muss leider uns heute jetzt verlassen. Also ich bitte um Verständnis, ihm ist schlecht. Absolut, ich habe jetzt nur so irritiert auch reagiert, weil es meinem Vater auch nicht gut geht und für mich sowas immer gleich so Katastrophenmeldungen sind, wenn jemand den Raum verlassen muss. Also das sind wie gesagt Kriterien, nach denen wir prüfen können. Ich bemühe jetzt mal die Pensionskassenbeiträge. Es gibt ja die Limburger Lösung inzwischen. Da haben wir auch kräftig mit dran gearbeitet in den letzten Jahren, dass die Pensionskassenbeiträge sind bei uns ein Durchlaufposten. Ja, also das heißt, es ist für uns oder von uns auch ein Anreiz geschaffen worden für Produzenten, die nicht in der Pensionskasse Mitglied sind, sozusagen dort einzutreten, weil sie das Geld von den Filmschaffenden, die Pensionskassenbeiträge zahlen, sozusagen eins zu eins an uns weiterreichen können und es wird automatisch von uns finanziert und bezahlt. Es gibt andere Anreize, finde ich, die wir hier mal konstruktiv miteinander diskutieren könnten, wie den Film Fair Award, ob man den zum Beispiel nicht in das Leistungsmodell mit aufnimmt, was es von der ARD gibt, nach dem Eckpunktepapier 2.0. Also nicht nur die Festival-Punkte, die man erwerben kann, oder auch die Punkte, wie oft der Film auch ausgestattet
ausgestrahlt worden ist, woran ja ein gewisser Erfolg auch zu messen ist, sondern so etwas auch, ja, also ist etwas, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte. Sanktionen ist schwierig, hat nicht die gleichen Hintergründe, die Klaus Schäfer benannt hat, aber andere. Es gibt das TVG, Paragraph 4 Absatz 1, das ist ein höherwertiges Recht als der bilaterale Vertrag, den wir mit dem Produzenten schließen. Wir haben aber einen Passus eingeführt in den Verträgen zwischen uns und dem Produzenten, in denen zumindest darauf hingewiesen wird, dass wir davon ausgehen, dass diese Paragraphen eingehalten werden, dass das Tarifgesetz Grundlage ist und dass es einen fairen Umgang gibt mit den Mitarbeitern der Filmproduktion. Vielen Dank. Darf ich gerade, bevor ich Frau Knoch das Wort gebe, mal nochmal nachfragen? Sie haben das jetzt sehr schön beschrieben, was der Kalkulationsrealismus ist. Aber der wird ja nun auch eingeschränkt wieder dadurch, dass man sagt, naja, wenn es aber dazu führt, dass die Produktion dann so nie keinen Sendeplatz findet und nicht, dann sprechen wir das auch wieder auf. Also Stichwort Etatrealismus. Könnten Sie vielleicht zu diesem Spannungsverhältnis was sagen und inwieweit sich da tatsächlich der Etatrealismus eher durchsetzt oder umgekehrt? Gerne, wobei ich jetzt auch ganz bewusst sozusagen vom Bayerischen Rundfunk spreche, weil ich über die anderen nicht sagen mag, kann und es denen auch selber überlassen werden sollte. Etatrealismus, Kalkulationsrealismus. Erstmal gibt es vielleicht eine Grundlage, die für jeden zugänglich ist. Es gibt auf der Seite das erste, eine für jeden Programmplatz, eine Sendeplatzbeschreibung, sowohl mit den inhaltlichen Ansprüchen, also was jetzt den Sonntagskrimi anbelangt, oder auch den Mittwochsfilm mit einem Minutenpreis. Ich kann nur so viel sagen, wir sind bei beiden Plätzen weit über dem Minutenpreis, der dort angegeben worden ist. Das hat was mit München zu tun, das hat was mit dem Standort zu tun, das hat aber auch was mit unserem Anliegen zu tun, die Filme fair auszustatten. Die Gründe hatte ich vorhin genannt. Wenn es zu einem Film kommt, der die Grenzen sprengt, die wir eigentlich für einen Film für den Mittwoch zum Beispiel vorhanden haben, weil es historisch ist oder jetzt wie Zuckersand, der auf dem Münchner Filmfest gezeigt wird, aus der Perspektive von zwei Kindern erzählt wird. Überlegen wir das natürlich schon im Vorfeld unserer Mittelanmeldung für das nächste Jahr und für den Projektplan. Oder setzen uns mit dem Produzenten zusammen und sagen, wir haben das und das, ihr braucht aber das und das. Was gibt es für Möglichkeiten? Sollen wir den ORF mit ins Boot holen? Sollen wir die DGETO mit ins Boot holen? Sollen wir andere Landesrundfunkanstalten fragen, ob sie was mit reingehen? Wäre es eventuell ein Projekt für die Förderung? Wäre es ein Projekt für eine Teilfinanzierung? Das sind ja auch lauter Möglichkeiten, die auch mit dem Eckpunktepapier der Verabredung zwischen ARD und ZDF und der Produzentenallianz sozusagen ausgeführt worden sind. Dankeschön, Frau Knoch. Also ich sitze hier und werde gerade selber so ein bisschen nervös, weil ich mir denke, also wenn ich uns jetzt so selber zuhöre, dann denke ich mir, gut, ich weiß auch gar nicht, was wir noch groß sagen müssen. Ist ja alles wunderbar. Ich weiß auch gar nicht, warum so viele Leute heute gekommen sind. Also irgendwo scheint da ja eine Schieflage zu sein. Und also ja, und ja, und ja, aber der Jörg Langer hat die vorhin erwähnte Studie gemacht, wo sehr, sehr, sehr viele Leute nicht nur sagen, dass sie später mal Schwierigkeiten haben werden, sondern einfach überhaupt gar keine Möglichkeit haben, überhaupt aus dem Berufsleben auszutreten. Und mich würde viel mehr interessieren, also weil ich erlebe das so oft, also wir haben dann die Diskussion und dann hat jeder hat seine Position, das ist schön und das mag ja auch stimmen, mag ja auch irgendwie hier in München stimmen, aber die Situation ist ja per se nicht wirklich so, ich sage das jetzt und dann wirklich nicht in meiner Rolle als Coach oder Begleiterin für faire oder grüne Produktionen, weil ich werde ja dann schon von den Produzenten geholt, die schon einen Schritt weiter sind. Aber das, was die Lisa vorhin gesagt hat, das finde ich, also dieses Thema, was ist es denn überhaupt Sozialverträglichkeit? Also ist es der Mindestlohn? Ich weiß es nicht. Wer von uns ist derjenige, der es bestimmen kann? Und ich denke mal, dass das wirklich eher am Ende des Prozesses stehen muss, dass hier alle zusammen mal wirklich am Tisch gesessen haben und nochmal mit ganz anderen Vertretern vielleicht auch und vielleicht auch aus Ländern, wo es eben nicht so gut ist wie hier,
wenn es denn so ist. Also, aber so eine ganze Runde aufzumachen und wirklich zu sagen, was bedeutet für uns als Filmwirtschaft das Thema Sozialverträglichkeit? Können wir da überhaupt einen Standard finden, auf den wir uns einigen können? Und solange wir da immer nur jeder aus seiner Brille kreist, glaube ich, können wir noch viele solche Runden machen, aber dann ändern wir nichts. Ich glaube, das Thema Sozialverträglichkeit ist letztlich nicht nur auf die Filmbranche bezogen, sondern auf die ganze Wirtschaft bezogen. Das sind immer mehrere Stufen. Das erste ist, dass man versucht, auf dem Markt sich darüber zu einigen, was sozialverträglich ist. Stichwort Tarifverträge. Da sitzen zwei Parteien zusammen und sagen, dieser Lohn ist angemessen, dieser Lohn ist nicht angemessen. Die Meinungen gehen auseinander, man einigt sich zum Schluss und hat einen Tarifvertrag. Haben wir ja auch in unserer Branche auch. Daneben ist aber in diesem Land es nach meiner Kenntnis auch nicht verboten, nicht tarifgebunden zu sein, und zwar für beide Seiten, für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Man muss keinen Tarifvertrag abschließen. Dann wird das Thema in jedem Einzelvertrag, der geschlossen wird, bei jedem Filmprojekt neu verhandelt zwischen den Parteien, ob da dann immer die Ergebnisse rauskommen, die ausgewogen sind, wie ein Tarifvertrag sein kann, kann man da in der Tat in die Frage stellen. Aber wenn man der Meinung ist, dass das nicht mehr funktioniert, dann gibt es die letzte Hose, das ist der Mindestlohn, der natürlich nur die unterste Stufe für, sage ich mal, die einfachsten Arbeiten ist und natürlich den komplizierten Beschäftigungsverhältnissen innerhalb einer Produktion nur sehr schwierig gerecht werden kann. Aber das kann dann nicht zum Beispiel eine Förderung ersetzen und sagen, jetzt sagen wir, was sozialverträglich ist und machen ein mit welchem Recht überhaupt, mit welchem verfassungsmäßigen Recht machen wir jetzt eine eigene Tarifordnung als Förderung und die ist gefälligst anzuwenden, sondern dann müsste tatsächlich der Gesetzgeber ran und sagen, jetzt machen wir ein eigenes Mindestlohngesetz für die ganze Filmbranche. Da wünsche ich euch aber auch viel Vergnügen dann. Soweit als 40 Stunden in der Woche arbeiten, dann habe ich das Gerücht, ich würde jetzt gehabt haben, ist das nicht legal. Das stimmt. Das stimmt. Man kann über Tarifverträge, kann man die Arbeitszeiten anders festlegen, was auch passiert ist in dieser Branche. Uli Aselmann ist leider nicht da, der hat die verhandelt, aber nach meiner Kenntnis ist es passiert. In der Tat, der nicht gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die können zum Beispiel, was Arbeitszeiten betrifft, nicht so hohe Vereinbarungen untereinander schließen. Und das heißt, wenn sie es trotzdem tun, verstoßen sie gegen Recht und dann sind die Behörden in diesem Lande, die das dafür zuständig sind, müssen das beanstanden. Wir gehen auch gleich noch ins Publikum, aber ich würde gerne noch ein bisschen auf dem Podium weiter diskutieren, weil ich da noch etwas stärker nachbohren möchte. Frau Brunkhorst. Ich finde, dass es schon natürlich, ich bin dankbar für den Vortrag, den wir gehört haben, um zu sehen und zu spüren, dass es nicht nur uns Filmeleute betrifft, dieses Ganze, sondern die Gesamtkreativmenschen. Wie gesagt, ich kenne es von meinem Vater, der hatte das gleiche Problem, der war Musiker. Dass im Endeffekt das, was wir herstellen, was für mich ja, wo ich immer sage, wenn der Mensch was zu essen hat, wenn der Mensch Kleidung hat und der Familie geht's gut, dann als nächstes setzt er sich ans Feuer und erzählt eine Geschichte. Ja, das heißt, wir stellen Seelennahrung her, dass das finanziell nicht besonders gewertschätzt wird. Ja, also man kriegt da... Entschuldigung, es gibt Menschen, die schreiben Drehbücher fürs Fernsehen. Ja. Die verdienen Millionen. Ja. Das also, was erzählen Sie? Millionen ist also, nicht... Ja. Nein. Nein, das ist eine Illusion. Also es gibt ein paar Menschen in der Branche, die verdienen richtig gut, das gebe ich zu, aber ich sage 95% der Branche verdient so, dass sie durchkommen. Und das ist auch okay. Aber ich möchte noch eins dazu sagen, ja. Wir reden immer über ein anderes, wir reden immer, wo kann man hingucken? Man könnte mal nach Dänemark gucken. Das ist ein Fördermodell, das ist natürlich kleiner, also wir sind anders in Deutschland, aber das Fördermodell in Dänemark ist ja so, dass sie angefangen haben, ich glaube 2006 haben sie das umgestellt, die haben 25% der Fördersumme in die Vorproduktion gesteckt.
Seitdem werden die Leute gezahlt dafür in der Vorbereitung. Und da passiert plötzlich ganz was anderes, dass die Leute viel Geld vorne kriegen. Mhm. Also auch die Regisseure, alle kriegen dort vorne schon Geld. Ja. Frau Rieklefs, ich würde gerne nochmal auf Sie zurückkommen. So wie Sie das geschildert haben, hört sich das ja wirklich sehr schön an. Aber ich glaube, viele, die hier sitzen, wissen auch, dass das ja auch nur der Idealfall ist, der da beschrieben wurde. Es gibt ja auch, zum einen gibt es Ausnahmen von diesem Vorgehen. Ich sage jetzt mal, wie ist es, wenn die Produktion vergeben wird an vom BR unabhängige Produktionsgesellschaften, an die berühmten Töchter? Ja, wie weit wird dann noch dafür gesorgt, dass das alles eingehalten wird? Das würde mich mal interessieren. Und wie überprüfen Sie das überhaupt? Also wie viel ist hier tatsächlich Realität von diesem schönen Modell, also auf das sich auch die Anstalten, auch ARD und BR hier verpflichten? Und wie wird das vielleicht auch umgangen, dadurch, indem man Co-Produktionen macht oder das Ganze vergibt an andere? Es wird nicht umgangen, also weil es sowohl für Auftragsproduktionen nach draußen gilt. Also ich nehme jetzt mal die Kinokoproduktion aus, weil wir da nur für einen bestimmten Anteil ein Rechtepaket erwerben. Aber es gilt für die Produktionen, die nach draußen gehen, sowohl für die unabhängigen Produzenten als auch für die Töchter. Die Instrumente, die wir haben, um das zu überprüfen, hatte ich vorhin genannt. Das ist die Kalkulationsbesprechung, die auf mehreren Ebenen stattfindet. Das sind die Dispos und die Tagesberichte und das sind Setbesuche auch. Also dass wir durchaus. Also wir sind beim Warm-up dabei, wir sind am Set auch, wir sind beim Abschlussfest, da kriegt man sehr viel mit, auch wie eine Produktionsfirma gearbeitet hat. Und wenn ich noch mal kurz auf die Frage nach der Sanktion zurückgehen kann, ja, es gibt dann durchaus auch mal einen Fall, wo man genau hinguckt und sagt, wollen wir dann das nächste Mal wirklich noch mal mit dieser Firma zusammenarbeiten. Das hat dann aber auch eine mehrschichtige Konsequenz, also nicht nur sozusagen wie umgegangen worden ist oder wie die Stimmung am Set war oder wie die Leute behandelt worden sind, die Mitarbeiter, sondern es hat dann auch was mit der Qualität des Filmes zu tun und das schlägt sich nieder. Das sieht man auch sehr stark, ja, dass in dem Moment, wo Mitarbeiter sozusagen eigentlich durch Praktikanten ersetzt werden, was ja durchaus bei der einen oder anderen Produktion mal vorkommt, merkt man das im Ergebnis. Ich möchte noch mal einen Punkt sagen zu den Töchtern und hol mal ganz kurz aus zur KEF, das ja ein Unternehmen ist, was von Bundesverfassungsgericht sozusagen beauftragt ist, den Finanzbedarf der Öffentlich-Rechtlichen festzustellen und eine Empfehlung an die Landtage zu geben. Die KEF sieht unter anderem vor, dass die Beteiligungen der Sender mindestens 5% Rendite bringen müssen. Würden wir das tun, müssten wir unsere Töchter oder unsere Tochter in einem ganz, ganz anderen Maße beauftragen. Wir tun das nicht. Wir geben 94% unserer Aufträge an unabhängige Produzenten. Das kann man auch im Produzentenbericht nachlesen. Dankeschön. Darf ich? Die Bavaria. Die Bavaria. Ja, darf ich Sie trotzdem mal noch mal bremsen? Ich gebe Ihnen nachher das Mikro und dann können Sie das nämlich so sagen, dass es alle auch hören. Aber ich würde jetzt gerne die Frau Rieklefs noch mal fragen und die Frau Knoch sitzt, glaube ich, auch schon da und möchte noch mal sich melden. Ich möchte Sie noch mal fragen, Sie haben eben auch in einem Nebensatz gesagt, bei den Kinoproduktionen gibt es das ja nicht. Da frage ich mich, warum gibt es das eigentlich nicht? Sowohl der BR ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und die Filmförderung ist auch öffentliches Geld. Warum kann man denn nicht da auch zu verbindlichen Regeln kommen, auch für diesen Bereich? Da gibt es die verbindlichen Regeln. Ich habe jetzt die Kino-Koproduktion ausgenommen, weil da üblicherweise die Kalkulationsprüfung, weil es meistens Förderprojekte sind, über die Förderung stattfinden. Aber natürlich wird auch da nach Tarifgage gerechnet und gibt es die
Möglichkeit oder sozusagen Pensionskassenbeiträge, die, glaube ich, anerkannt werden in den Förderkalkulationen. Zum ZDF kann ich wenig sagen an dieser Stelle. Ich kann auch zu anderen Landesrundfunkanstalten wenig sagen. Ich weiß aber davon, dass gedeckelt wird und dass manchmal die Sendeplätze sozusagen über einen Kamm geschert werden. Ich finde das nicht gut. Und ich habe eine Riesenangst und sehe eine ganz schreckliche Entwicklung. Zu dem Geld sage ich gleich noch mal was vom Bayerischen Rundfunk. Und ich sage es gleich, weil, und das hat ganz viel mit der KEF zu tun, und da sozusagen nehme ich dann auch die Politik in die Pflicht. Die KEF macht gerade eine Benchmark und fragt die Daten ab zu allen Tatorten, Polizeirufen und ZDF-Krimis, um sie auf Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen und um damit sozusagen auch natürlich einen Abschlag machen zu können auf die anerkannten Kosten, die angemeldet werden. Wir sind mit unserem Tatort und Polizeirufen, das sage ich wirklich, weit über dem, was auch bei anderen Landesrundfunkanstalten bezahlt wird. Das hat aber auch was mit dem Qualitätsanspruch zu tun. Das hat aber auch ein Stück weit was mit der Fairness zu tun. Nur wenn ich das auf uns zurollen sehe, diese Überprüfungen und die auch dessen, was anerkannt wird, auch an den Mitteln, die sozusagen zusätzlich auch nochmal zu dem Eckpunktepapier aufgestellt worden sind und die man anmelden konnte, die aber auch nur zu 75% von der KEF anerkannt werden, rollt nochmal eine Welle an Einsparungen auf uns zu, die natürlich letztens irgendwann die Sendungen ausbluten lässt und einen Schritt in eine sehr ungute Entwicklung gehen lässt. Frau Knoch, bitte. Ich würde jetzt da gerne nochmal einhaken, und zwar genau deswegen, weil wir uns sonst hier anfangen können zu zerfleischen und irgendwie aus ganz, also jeder hat seine individuelle Meinung, und ich schaue noch mal aus einer anderen Ebene drauf. Und die wurden bis jetzt so gut wie nicht genannt hier. Sie kommen alle noch. Sie können gleich noch Fragen stellen. Ich würde gerne noch mal. Jeder lamentiert nur rum, versucht sich selbst ins Beste nicht zu retten. Entschuldigung, darf ich Sie gerade noch mal ein bisschen Geduld bitten? Ich möchte noch, dass die Frau Knoch spricht, und dann möchte ich gerne das Podium noch zu einem Vorschlag fragen, und dann gehen wir ins Publikum, und dann dürfen Sie mit dem Mikro, so dass es auch alle hören, Ihre Kritik oder Fragen oder Beiträge auch wirklich anbringen. Ist versprochen, aber bitte noch einen Moment Geduld. Also ich würde gerne noch mal aus einer anderen Brille draufschauen, einfach weil ich viel für andere Branchen auch arbeite und gerade in der Filmbranche, und ich kann es nicht beantworten, woran es liegt, ein unglaubliches Vertreten von Einzelinteressen, aber irgendwie nicht dieses Gefühl von Gemeinsamkeit. Und ich glaube, dass diese Themen, über die wir hier sprechen, brauchen einen gemeinsamen Boden, und das wird nicht möglich sein, es ohne die Sender, es wird auch nicht möglich sein, es ohne die Förderung zu machen. Und ich habe aber das Gefühl, dass bevor überhaupt diese Diskussion anfangen kann, was die Lisa vorhin gesagt hat, was ist überhaupt Sozialverträglichkeit, da kommen wir gar nicht hin. Also wir kommen gar nicht hin, weil jeder schon seinen eigenen Blickwinkel hat, und ich habe das Gefühl, das sind ganz verhärtete Fronten. Ich habe das Gefühl, die Diskussion ist schon sehr, sehr oft geführt worden, mit sehr frustrierendem Ergebnis für viele dabei. Und ich frage mich, also gerade wenn wir vom Begriff der Fairness sprechen, ob wir nicht in der Lage sind, hier was zu etablieren, wirklich mal einen ganz neuen Prozess, wo jeder sich auch an die eigene Nase fassen kann und jeder sich fragen kann, welchen Anteil habe ich daran, dass es bisher nicht funktioniert hat, dass wir uns nicht zugehört haben. Weil es geht auch darum, sich mal gegenseitig zuzuhören, weil das sind Befindlichkeiten, die jeder von Ihnen hat. Das mag aus unterschiedlichen Richtungen kommen, aber ich glaube, es geht ja darum, gemeinsam was zu schaffen. Und gemeinsam was zu schaffen heißt nun mal auch, sich zusammen hinzusetzen und sich auseinanderzusetzen. Wer müsste da alles an einen Tisch? Ja, ich glaube, viele. Also ich glaube, es müssen die an einen Tisch, die betroffen sind, die hier ja auch im Raum sitzen, die eine Stimme haben müssen, es müssen die Förderungen hin, es muss die Sender hin, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man erst mal überlegen, wer alles an so einen Tisch sich setzen müsste, und ich würde Ihnen dringend raten, sich auch Leute holen aus anderen Branchen möglicherweise, die so einen Prozess schon mal durchlaufen haben. Also mal ganz... Das
Das ist natürlich, das ist ein Vorschlag, der geht ein bisschen ja in die Richtung, was Frau Basten auch gesagt hat, und es braucht dafür auch einen klaren Auftrag. Es ist natürlich schwieriger als in einer Firma oder Branche, weil einfach das ganze System auch nochmal föderal ist und sehr unterschiedlich ist und nach Branchen auch unterschiedlich ist. Ich möchte aber jetzt, Sie kommen gleich dran. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der mir eigentlich auch wichtig ist. Und die Frage ist, ob wir, weil eben wurde schon mal Dänemark genannt, ich würde jetzt mal Frankreich nennen und den Punkt Transparenz der Verträge, völlige Offenlegung der Verträge. Wäre das nicht auch ein Mittel, was zumindest auch mal eine Diskussion auf Augenhöhe deutlicher ermöglichen würde als das, was wir jetzt haben? Und da hätte ich jetzt gerne noch die Meinung hier vom Herrn Schäfer und auch von der Frau Rickles und wenn Sie dazu was sagen wollen auch. Und dann gehen wir in die, ins Publikum. Ich würde Sie dann aber im Publikum auch wirklich bitten, sich trotzdem, obwohl viel zu sagen ist, kurz zu fassen und auch immer wieder die Fragen ans Podium zurückzugeben. Das sind die Leute, die Ihnen hier auch antworten, beziehungsweise mit denen wir hier im Dialog sein wollen. Transparenz, Offenlegung der Verträge, bitteschön. Also ich bin ja hier bei einer Partei, die auch den Datenschutz sehr hoch hält, mit Recht. Und deswegen ist die Frage Transparenz, welcher Verträge? Sämtliche Arbeitsverträge, ein spannender Vorschlag. Ich kenne bisher keine andere Branche in diesem Land, wo die Forderung zum Beispiel, dass Siemens alle Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern offenlegt, dass die Gewerkschaft ihre Arbeitsverträge, die sie mit ihren eigenen Mitarbeitern haben, offenlegt. Man kann das fordern, das ist ganz klar. Eins ist auch klar, wenn Sie Verträge offenlegen von Filmschaffenden, geht ein Hauen und Stechen los quer durch die ganze Branche und der kriegt mehr als ich und der Schauspieler kriegt mehr als ich und der Kamera und die Kamerafrau und so. Es gibt wunderbare Diskussionen, ich freue mich auf das nächste Podium dazu. Ich frage auch Cui Bono, was wir als Förderung abfragen, was wir veröffentlichen wollen, um eine Transparenz, soweit wie Sie für notwendig halten, herzustellen. Das muss der Produzent in dem Antrag unterschreiben, dass wir die Fördersumme, dass wir die weiteren Partner, dass wir die Senderpartner, die dabei sind, dass wir die Hauptdarsteller nennen, die dabei sind und so weiter. Also wir haben da so ein Paket, das veröffentlichen wir auch, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Wir sagen, jeden Film, den wir gefördert haben, das wird alles veröffentlicht. Mehr machen wir bisher nicht, weil wir das auch nach Datenschutzrechten gar nicht machen dürfen. Ich müsste mir von jedem Arbeitnehmer, von jedem Beschäftigten einer Filmproduktion, ihr alle wisst, wie viel das sind pro Produktion, müsste ich mir individuell natürlich auch unterschreiben lassen, dass ich seinen Arbeitsvertrag, den er mit Uli Aselmann oder wem auch immer geschlossen habe, dass ich den jetzt ins Netz stelle. Und alleine bis ich die Unterschriften alle habe, ist die Filmproduktion vorbei, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag, schade, dass Uli Aselmann nicht dabei ist, jetzt mehr, ob dieser Vorschlag sehr realistisch ist, aber bei denen der Rickliff, die ja viele Auftragsproduktionen macht, hat da vielleicht auch eine Meinung dazu, ob das überhaupt geht. Also ob das rechtsstaatlich wirklich wünschenswert ist. Ist die Diskussion schwierig ohne Produzentenseite hier in der Runde? Das andere ist, dass es in der Tat, ich meine, dann können wir es selber machen, ja. Wozu gibt es dann den Produzenten noch? Und der ist immerhin auch ein kreativer Partner, der viel Input gibt und der auch die Verantwortung dann hat, eine solche Filmproduktion durchzuführen, gerne gewünscht in fairen Rahmenbedingungen, aber auch mit der wirtschaftlichen Verantwortung. Also das ist eine schwierige Diskussion. Naja, aber in dem Moment, wo öffentliches Geld drin ist, ich muss es immer wieder sagen, ne, kann ich natürlich auch als Öffentlichkeit andere Ansprüche stellen, als wenn es hier um privatwirtschaftliche Verträge nur geht. Ja, aber was meinen Sie denn? Tarifgagen? Ja, die sind festgelegt, darauf achten wir, die stehen in der Kalkulation drin. Ich habe die ganzen Punkte vorhin genannt, Pensionskassenbeiträge, Überstunden, Feiertage, Feiertagszuschläge, Sonntagszuschläge etc. Das prüfen wir alles, ja. Und es gab auch in der Tat Fälle, wo wir gesagt haben, Mensch, da bist du drunter.
drunter, ja. Es gab aber natürlich auch in der Tat Fälle, wo wir diskutiert haben, da bist du weitaus drüber. Aber es geht ja um die Transparenz, die Öffentlichkeit dieser Daten. Ich muss aber auch sagen, nur die Tatsache, dass etwas öffentlich finanziert ist, rechtfertigt nicht jeden Eingriff in Individualrechte. Das muss man ganz klar mal sagen. Zum Beispiel bei der Förderung, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich verpflichtet, Tariflöhne darauf zu pochen. Wir könnten das zur Förderung, obwohl wir öffentliches Geld haben, wir können das nicht machen, weil es in diesem Land nicht verboten ist, auch unter Tarif, solange Mindestlohngesetz eingehalten wird, unter Tarif zu bezahlen. Und natürlich gibt es kleine Produktionen, Low-Budget-Produktionen, Nachwuchsproduktionen, die können keine Tarifgelder zahlen, zahlen aber Mindestlohn, also rechtlich alles einwandfrei. Wir können nicht sagen, obwohl unsere Verfassung auch eine negative Tariffreiheit ja garantiert, zu sagen, aber wenn ihr Fördergeld kriegt, dann gilt hier ein anderes Recht. Dann würden wir plötzlich ein Recht setzen, das es so nicht gibt. Naja, der BR gibt sich die Leitlinien, der FFF könnte sich auch die Leitlinien geben. Am Staat, auch absegnen am Staat vorbei? Nee, warum? Am Staat vorbei? Vielleicht würden wir ja mitmachen. Beschließt ein bayerisches Gesetz, dass Förderung nur noch an Projekte, bitte dann auch nicht im Film, sondern auch überall in der Kunst, dass Förderung nur noch an Projekte gibt, die überall Mindestlohn zahlen, dann werden wir das selbstverständlich umsetzen. Aber wir schaffen dieses Recht nicht. Und da könnt ihr den schwarzen Peter auch nicht zu uns schieben, sondern dann muss tatsächlich der Gesetzgeber muss das schaffen, weil das ein Eingriff ist in Individualrechte. Und dann muss der Gesetzgeber diesen Eingriff machen, dann kann das noch überprüft werden, ob das verfassungsrechtlich überhaupt konform ist. Aber dann werden wir das selbstverständlich umsetzen, aber dass das Gesetzgeber sagt, ich traue mich da irgendwie nicht und ich schaffe das nicht, macht ihr das mal im Wege der Selbstverpflichtung. Das geht erst recht nicht, wenn man mit öffentlichen Geldern arbeitet. Ich würde da auch gerne die Politik in die Pflicht nehmen. Ich meine, es sind 16 Länder, die darüber entscheiden. Es ist der Bundestag, es gibt Kartellrecht. Es gibt ein Kartellrecht, das ist ein übergeordnetes Recht. Darüber entscheidet der Bundestag und 16 Landesgesetzgeber. Also da können wir nun auch nicht als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sozusagen neue Gesetze aufsetzen. Das geht nicht. Und deshalb, aber umso wichtiger ist es, das zeigt ja die Diskussion, dass man sich sozusagen in so einer Konstellation an den Tisch sitzt, um mal die Problematiken auszuhebeln und zu sagen, was können wir eigentlich machen? Und ich frage jetzt mal wirklich direkt ins Publikum zurück. Was macht ihr eigentlich? Ich habe das damals, ich plaudere jetzt mal ganz kurz aus meinem Privatleben, ich war mit einem Mischtonmeister zusammen. Da gab zu der Zeit, das war vor 30 Jahren, die Bavaria und Ari, die eine Postproduktion hatten in dem Bereich. Immer mehr Mischtonmeister machten sich dann aus diesen großen beiden Konzernen selbstständig und machten eine kleine Firma auf. Irgendwann führte das dazu, dass es immer mehr Postproduktionsfirmen gab, die sich dann gegenseitig in Dumpingpreisen in der Spirale nach unten gezogen haben. Sozusagen, Punkt. Wie geht man damit um? Oder auch ihr, die ihr tagtäglich, oder ich sage es mal, ein Großteil am Set steht, ja, bekommt einen Job angeboten zu einer Gage, die eigentlich schon unzulässig ist. Ja. Es wird aber immer jemanden geben, der diesen Job macht für ein Gehalt und es damit aushebelt. Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Lobbyarbeit, was gibt es über die Gewerkschaft hinaus für Möglichkeiten, sich da auch zu verbünden? Ich weiß, bei den Beleuchtern gibt es jetzt ein Netzwerk sozusagen, wo man sich gegenseitig auf Jobs aufmerksam macht, aber auch sagt, jeder, der beitritt, darf nicht unter einer bestimmten Tagessatz arbeiten. Das sind doch so Dinge, mit denen man sich organisieren kann. Also was gibt es da auch für uns sozusagen widerspiegelnd als Möglichkeit, darauf zu achten? So, ich habe versprochen, dass wir jetzt ins Publikum gehen. Ich würde zunächst hier vorne die Dame, dann Sie und dann haben Sie sich... Mein Name ist Hans Berchtold, ich bin Schauspieler, auch einer von den bösen Schauspielern. Habe auch Produktionserfahrung und ich hänge mich mal an das Motto hier dran, Fairness wurde ein paar Mal genannt heute und ich möchte gar niemanden angreifen, ich möchte gar niemanden bekämpfen. Ich habe mir für meinen Teil ein kleines Konzept ausgedacht für mehr Fairness für meine Berufsgruppe, für die Schauspieler und bin damit gerade in Gesprächen mit Stakeholdern, sage ich einfach mal. Ich mag ganz kurz mein Konzept vorstellen und ihr könnt was dazu sagen oder nicht und das war's dann. Ganz kurz. Vorneweg noch, ich mag auch gerne die Kritik aufgreifen, dass ich als Vertreter des ZDFs hier vermisse und dem Herrn Schäfer möchte ich gerne sagen, dass es nicht stimmt. ZDF ist aber nicht in Bayern, wir sind hier im Landtag.
Okay. Es ist nur eine gute PR hier und das böse Zettel ist leider nicht hier. Herr Schäfer, ich möchte Ihnen nur sagen, es stimmt nicht, dass in allen Produktionen, vielleicht in allen, die Sie betreuen und bezahlen, Mindestlohn bezahlt wird. Das ist nicht richtig. Ich möchte einfach auf den Umstand hinweisen, dass in den allermeisten Produktionen der Hochschulen, die DFFB, die HFF, wie sie alle heißen, oft gar nicht bezahlt wird. Weil es Studienleistungen sind und ich habe selber auch mal studiert, nicht Film, sondern Jura. Und wenn ich meine Hausarbeiten geschrieben habe, hat mir die auch keiner bezahlt. Solange es hochschulinterne Produktionen sind und Hochschulmitglieder dort mitarbeiten, sind das Studienleistungen, müssen nicht bezahlt werden. Ist natürlich was anderes, wenn jemand von außen eingeholt wird. Selbstverständlich muss dann Mindestlohn bezahlt werden. Rein nach Recht muss der Mindestlohn bezahlt werden. Das ist das. Da spreche ich Ihnen gar nicht. Der HFF studieren eben selten Schauspieler, sondern die kommen alle von extern. Ja, vielleicht könnte man da mal im Interesse der Schauspieler, die diese Arbeiten ja unterstützen, ja? Wir unterstützen ja diese Studienarbeiten, mal eine Regelung finden, dass wir in diesen Produktionen zumindest unsere 9,50 Euro oder vielleicht werden sie ja auch mal 12 Euro bekommen können. So, ganz kurz zu meinem Konzept. Ich nenne das den Besetzungsalgorithmus, Arbeitstitel. Da geht es darum, dem einen oder anderen mag schon aufgefallen sein, dass ich verwende mal die Metapher, in den Besetzungszimmern der öffentlich-rechtlichen oder genauso auch der privaten Produktion hinter geschlossenen, verschlossenen Türen und schweren Vorhängen Haupt- und Nebenrollen besetzt werden. Zeit, dass Sie es so ganz bunt ausschmücken können. Bitte etwas gestrafter. Ja, ich bin halt... Zeit davon. Ich bin halt nur mal so ein bisschen... Nee, dann sind Sie heute Abend mal anders. Das in diesen... Sie sind doch Schauspieler. Ja, eben, deswegen. Also es geht darum, dass ich den Eindruck habe, und viele andere Kollegen auch, dass, ich sag mal, immer die gleichen besetzt werden, dass es zu wenig Vielfalt gibt in den Besetzungen in öffentlich-rechtlichen Produktionen. Das ist mein Punkt. Und hier habe ich ein Konzept erarbeitet, was für mehr Fairness eintritt zu diesem Thema. Und zwar möchte ich mich dafür einsetzen und ich versuche dafür Partner zu gewinnen, dass ein Teil dieser Rollen öffentlich ausgeschrieben wird, sodass sich professionelle Schauspieler dafür bewerben können. Und dass aus diesem Pool der Bewerbungen auch besetzt werden muss. Und ich möchte gerne, aber ich hätte das natürlich gerne als freiwillige Leistung der Produzenten und Sender, das wird es wahrscheinlich nicht geben, deswegen wird man gezwungen sein, das auch zu kontrollieren und eventuell auch zu ahnden. Also das Konzept ist einfach, ein Teil der Rollen, wie groß der ist, ist dann eine Verhandlungssache, ein Teil der Rollen öffentlich auszuschreiben und professionellen Schauspielern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben. Ein Satz noch, denn normalerweise hat man als Schauspieler, wenn man jetzt nicht eine mächtige Agenturvertretung hat, die proaktiv arbeitet, keine einzige Möglichkeit, sich auch nur für eine Rolle in allen öffentlich-rechtlichen Produktionen zu bewerben, weil man gar nicht davon erfährt und weil man gar nicht die Möglichkeit dazu hat. So, danke. Danke. Wir haben schon vereinbart, dass wir uns das mal genauer anschauen, würde zumindest auch mehr Transparenz wiederum in die ganze Geschichte bringen. Ich habe Kopfnicken und Kopfschütteln gesehen. Als erstes kommt die Frau Knoch dran und dann... In Amerika gibt es nur... Ja, und jetzt ist die Hoffnung. Da sind doch einiges gehört an Vorwürfen und also jetzt gerade der Vorschlag konstruktiven. Ich frage mich nur, gibt es dann irgendeine Idee, wie man wirklich zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann? Also ich höre, also es gibt einen riesen Spagat zwischen Gagen, die kleiner werden oder Budgets, die kleiner werden und Gagen, die größer werden sollten. Also das sind ja riesengroße Spannungsfelder und ich glaube, also wenn ich so zuhöre, dann frage ich mich, wie wollen wir, wenn es nur darum geht, jetzt einzelne Meinungen zu äußern, wirklich zu sagen, wie kommen wir dann zu was gemeinsam? Wo es vielleicht einfach mal deutlich werden darf, dass es genau diese Spannungsfelder gibt. Und
dass es da möglicherweise, also so, wenn ich das höre, die Budgets werden kleiner und die Gagen werden größer, würde ich mal sagen, da wird ein Besuch schwierig. Frau Schumann. Frau Ricken. Bitte. Ja, vielen Dank. Also weil ich, das, was ein wenig fehlt in der Diskussion, ist in der Tat konstruktive Vorschläge. Das ist einer, danke dafür. Ich würde da gerne die Regie mit einbeziehen. Ich finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Auswahl, also für mich eigentlich der Hauptbestandteil, weil der Regisseur ja auch mit der Vision der Inszenierung des Films zumindest sehr, sehr viel Mitspracherecht auch hat und Vorstellungskraft und auch durchaus jemand ist, der auch oft unentdecktere Talente mit reinholt und darüber ist man dankbar. 95% Männer, wählen aus. Aber wenn es ausgeschrieben wird, könnte man auch eine Quote festlegen und das wäre insofern gar nicht schlecht. Das ist schrecklichen Redakteure, die das vorgeben und bei uns sind es nur Frauen. Aber ist egal. Nein, wir wollen sozusagen, also ein bisschen mehr eine Differenzierung wäre schön. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen. Ja, die Apfelschorlen werden teurer, die Lebensmittelkosten werden teurer. Wir bekommen momentan von der KEF und von der Politik noch nicht mal einen fairen Inflationsausgleich. Wir haben die nächste Gebührenperiode, dadurch, dass die bayerischen Zuschauer und Zuschauerinnen immer sehr zuverlässig eingezahlt haben und es auch eine große wirtschaftliche Kraft in Bayern gab, sehr von den Gebühren profitiert. Wir tun es nicht mehr. Wir haben ein Defizit von 180 Millionen. Damit müssen wir umgehen. Das heißt, in den nächsten Jahren kommt noch eine große Sparrunde auf uns zu. Wenn es nicht ein anderes Finanzsystem gibt in Zukunft und wenn es nicht einen fairen, zumindest fairen Inflationsausgleich gibt für uns, dann wird es eine Entwicklung geben, die für uns alle unschön ist. Das wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Insofern ist es sehr schwierig, diese Spagat unter einen Hut zu bringen. Da muss ich ganz kurz Frau Bronkhorst, nein, die Frau Bronkhorst ist jetzt dran. Das geht so nicht, man kann so nicht so eine Runde führen. Frau Rittler, ist Ihr Gehalt in den letzten 15 Jahren... Ja, aber man kann auch nicht so eine Runde führen, dass Sie sich selbst das Wort nehmen. Sie hatten schon das Wort. Entschuldigung. Ja. Doch, so eine Runde kann man führen, weil ich eigentlich mal davon weg möchte, dass hier nur eingeprescht wird, ja, auf die Sender, die ja alle so schrecklich sind und kein gutes Programm machen. Tut mir leid. Also Toni Erdmann ist auch mit Hilfe des Öffentlich-Rechtlichen entstanden. Also es ist auch durchaus so, dass wir ein Programm machen, was für alle eine große Vielfalt hat. Und ich möchte gerne an den Punkt kommen, wo wir miteinander sagen, hier gibt es die Defizite im Gagenbereich, dass die Tarifverträge nicht bezahlt werden, etc. Sie mit den Wiederholungsgagen, ja, im Schauspielbereich, das sind doch alles Dinge, die konkret sind und die wir konkret miteinander verhandeln müssen und Lösungen finden müssen. Aber dann sozusagen zu kommen und zu sagen, Öffentlich-Rechtlicher ist jetzt für alles verantwortlich, geht nicht. Ja, ich bin ja auch Regisseurin und ich kann da sagen, also ich finde es gut, wenn ein Portal ist, wo man sich vorstellen kann, es gibt ja auch schon Portale, wo man sich vorstellen kann. Ein Zwang darauf zu legen, dass dann aus diesem Portal besetzt werden muss, ist ein Schwachsinn. Entschuldigung, ist inhaltlich Schwachsinn und wir stellen inhaltliche Filme her. Also das geht nicht. Also, nein. Da ist nicht ein Dreck da in dem Portal. Nein, es geht nicht nur um Dreck. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, ich finde es super. Nur ich lasse mich nicht zwingen, irgendjemand irgendwie zu besetzen. Das meine ich. Von keinem Portal und auch von keinem Gesetz und sonst was. Ich freue mich über jeden Schauspieler, den ich sehen darf und wo ich was sehe. Das ist gar nicht die Frage. Aber lasst uns doch bitte wirklich wieder anfangen. Ja, ich fand die Idee in der großen Runde, in dem ersten Gespräch, dass wir einen runden Tisch bauen. Wirklich eine Vorwand. Ich habe eigentlich gedacht, nach der Einführungsrede, warum reden wir noch? Ja gut, aber den runden Tisch können wir ja nicht gleich heute Abend hier schon installieren. Nein, aber das ist die Idee, die wir mit aufgreifen. Ich habe weitere Wortmeldungen. Es war ja jedes Jahr nach den Tarifverhandlungen ein Traum bei den Schiffnitzen, den mit dem Michael Neubauer zuzuhören, wie katastrophal die Verdi die Filmschaffenden vertreten haben. Ja. Mit einer sagenhaften Tariferhöhung von 0,3%. Wir haben gejubelt. Ja, dafür haben wir auch 3 Stunden gearbeitet. Als ich weiß nicht, wie ich sie unterbringen soll. Die Bereitschaftszeit.
und wie ich die in meinen Rechnungen unterbringen soll. Ist Tarifgabe, wie die Verdi, die uns vertritt, ist eine große Katastrophe. Ist eine Frechheit eigentlich an die Menschheit. Und da wird die Politik gefordert, dass sie irgendwie die Gewerkschaften da kontrollieren. Von der Gewerkschaft hören wir als Grund, warum sie keinen Willen haben. Wir können streiken. Ja, wir können nicht streiken, weil er ist auf einem Film, er ist auf einem anderen Film, weiß der Geier wo, und wir sind alle verteilt. Welchen Weg? Wir können nicht gemeinsam streiken, wie eine Firma Siemens, wie eine Firma ALG oder sonst wie. Wir können nichts. Auch nicht die IG Metall. Wir können uns nicht so organisieren. Wir sind alles Einzelhändler, aber Überzeugungstäter, und dieses nutzen leider die öffentlich-rechtlichen Sender aus. Leider, das tut mir leid, wir haben das Gefühl, denn hinter jedem Film steht im Auftrag von, warum kontrollieren Sie nicht, dass der Auftrag von richtig ausgeführt wird? Ja. Wie kontrollieren Sie das nicht? Mein Name ist Libby Richter, ich bin Szenenbildnerin und wir reden ja hier über fair arbeiten. Ich finde, es geht nicht nur um die Gagen. Natürlich ist es wichtig, weil es unser Lebensunterhalt ist, aber es geht ja auch um andere Dinge, wo immer mehr eingespart werden muss. Ich kann jetzt vor allem von meinem Gewerk natürlich sprechen. Meine Budgets werden kleiner, nicht größer, es wird aber nicht billiger, Farben werden nicht billiger, Holz wird nicht billiger, alles wird teurer, aber meine Budgets werden immer kleiner. Dennoch ist der Anspruch natürlich gleich groß, wie er vorher war, vielleicht manchmal sogar größer, weil die Erwartungen werden mehr teilweise. Und da würde ich mir wünschen, dass es da auch mal, also dass auch mal darauf geguckt wird, nicht nur auf die Gagen, sondern auch auf die Budgets, die die einzelnen Gewerke zur Verfügung bekommen. Motivmieten steigen extrem, dennoch werden auch die Motivablösen nicht gesteigert und, und. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich weiß jetzt, jetzt haben wir hier den BR, der wird extrem geschrumpft, die ganzen Werkstätten kommen weg. Ich glaube, auch die ganze Requisite wird mehr oder weniger abgeschafft, die ganzen Kulissenhallen, Kostümfonds und so weiter, was ich ein Riesenjammer finde, weil ich nicht weiß, woher in Zukunft Gewerke kommen sollen, die zum Beispiel malen können, die Dinge nähen können, die einfach ausführen, weil es dann keiner mehr lernen kann. Weil es nirgends mehr die Bereiche auch abgeschafft wird. Gewerkschaften, es ist ja gerade das Gute an unserem System, dass die Gewerkschaften nicht von der Politik organisiert oder gesteuert oder kontrolliert werden. Und ich meine, das ist natürlich eine Frage, da müssen Sie schon als jemand, der ein Interesse daran hat, dass Verdi Sie vertritt, müssen Sie das schon mit Verdi ausmachen. Und das andere ist, Sie sind ja alle, die Sie hier sitzen und die sich auch zu Recht hier laut zu Wort melden, sind ja das beste Beispiel, dass man sich schon organisieren kann. Dass es natürlich auch noch besser sein muss in den verschiedenen Organisationen, ist, glaube ich, heute Abend auch klar geworden. Und dass es auch eine bessere Vernetzung vielleicht auch der verschiedenen Organisationen geben muss. Aber jetzt möchte ich noch mal an die Frau Rickliffs geben zu dem letzten. Ja, ich glaube, ich fange an, ein wenig mich zu wiederholen, auch auch den Appell, ich gebe nicht die Verantwortung weiter, weil das bringt nicht viel, wenn einer dem anderen sozusagen immer die Dinge in die Schuhe schiebt, aber dem Appell auch an die Politik, dass in dem Überblick über das, was wir am Bedarf anmelden fürs Programm, auch ein fairer Blick der KEF darauf ist. Ich habe vorhin gesagt, meine Angst vor der Benchmark, die erstellt wird, was die Krimis anbelangt, bis hin zu anderen Punkten, wo man eben nicht die Dinge anerkannt bekommt, die dazugehören, um auch eine Kostensteigerung, ja,
Die Farben werden immer teurer, die Apfelsaftschorlen, alles. Wie sollen wir das denn mithalten, wenn wir, und ich wiederhole mich, noch nicht mal einen fairen Inflationsausgleich bekommen? Alles wird teurer, wir müssen besser ausstatten, aber kriegen kein Geld. Und ich will jetzt auch keine Diskussion über den Einsatz der Gebührengelder, weil ich blicke Frau Preis an. Das müssen wir differenzierter machen, wirklich auf allen Ebenen. Da haben diese Parolen überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen euch, um gutes Programm zu machen. Und ihr müsst euch auch organisieren und sozusagen auch mit einer Meinung. Und wenn ich mir heute die Diskussion, darf ich mal einen Satz sagen, heute die Diskussion ansehe, sehe ich ganz, ganz viel, also ganz, ganz viel Bedarf, ja, sich auch mal auszuweinen, auszuheulen, zu jammern, zu sagen, was nicht gut läuft, das ist wichtig. Aber was ich vermisse, ist mal ein Miteinander, und zwar über den eigenen Tellerrand hinausgucken, als Dokumentarfilm, was ein Schauspieler, die Schauspieler zum Gewerk, vom Gewerk zu sehen, auf Gewerk zu sehen will, zur Regie etc. Ja, die Verbände gehören ja auch mit hin, ganz klar. Mein Name ist Arne Mölder, ich bin Cutter. Ich weiß, ich habe im Team für gewöhnlich nicht viel zu tun, aber die Dame da oben macht Coaching. Wir haben gerade gehört, das ging auch nicht die ganze Produktion über, aber es wurde als sehr nützlich empfunden, dass jemand da war, der offensichtlich als Ombudsfrau dem Team zugehört hat. Was passiert am Drehort? Was passiert tagtäglich? Was passiert vorher in den Gagenverhandlungen? Was passiert danach vielleicht in der Post-Production und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Posten, den gibt es aber immer nur anscheinend freiwillig. Und ich glaube, das wäre ein Ansatzpunkt für die Berufsverbände, Kontrollfunktionen auszuüben, um eben Sachen wie zum Beispiel, ich komme aus München, arbeite aber in Hamburg, dann sagt aber der Produktionsleiter, ja, aber das kann ich dir nicht zahlen, du lebst für mich in Hamburg. Aber das ist natürlich eine enorme Belastung zum Beispiel für mich, weil ich muss meine Wohnung in München auch noch zahlen. Also, dass solche Sachen einfach nicht mehr gehen. Natürlich, jeder von uns möchte arbeiten, aber dass quasi wir im Bewusstsein als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, okay, es gibt Grenzen des Erträglichen. Und dass darüber eben die Berufsverbände und eigentlich auch unsere Gewerkschaft, das sind leider Pfeifen, die halt aus der, aus den anderen großen Industriegewerkschaften kommen und uns nicht verstehen, weil wir alles Selbstständige sind, praktisch. Und das Problem ist, ich meine, noch gibt es öffentlich-rechtliche Sender und ich hoffe, dass es sie auch weiter gibt für die Demokratie in unserem Land. Aber viele von uns werden sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit Glanzaufträgen für Glanzproduzenten über Wasser halten müssen. Und für so etwas vorbereitet zu sein, dass es da auch Aufsichtsgremien gibt, die gerade eben für diese Glanzproduzenten einen Riegel vorschieben vor unerträglichen Arbeitsbedingungen. Und die, auch Berufsverbände, die dann gefordert sind, auch Regeln zu schaffen, wie bekommen wir Nachwuchs, wie leiten wir Nachwuchs an, wie binden wir ihn ein. Momentan sind es Praktikantinnen und Praktikanten, die werden manchmal bezahlt, manchmal nicht bezahlt. Das schreit alles nach einer Regelung. Und da sind eben wir gefragt, die wir uns organisieren müssten und unsere Berufsverbände, die sich dann auch einbringen müssten, so dass wir es auch merken, wie zum Beispiel mit einer Ombudsfrau. Ja, wir haben eine Förderung nicht bekommen. Also, und solche
eher nach einer Ausrede. Das kommt natürlich vor, aber unser Geld ist endlich. Wir können nicht alles fördern, was bei uns beantragt wird. Und das heißt, tatsächlich kommt das bei uns und bei unseren Förderkollegen woanders immer wieder vor. Ihr alle habt das irgendwo schon miterlebt, dass mal ein Projekt nicht gefördert wird. Dann hat der Produzent zwei Möglichkeiten. Er geht nochmal zu einer Förderung, die er noch nicht angefragt hat, aber es ist in Deutschland nicht genug Geld da, um alle Anträge zu bedienen. Das heißt, es bleiben natürlich Produktionen dann auf der Strecke. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Produzent sagt die Produktion ab, sagt, mir fehlt hier eine Förderung, ich habe auch alles versucht, das Loch anderswo zu stopfen, ich habe niemanden gefunden, ich sage die Produktion ab. Das ist dann für alle Beteiligten, die sich vielleicht auch schon verpflichtet haben, damit zu tun, wahrscheinlich der GAU. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Produzent sagt, ich mache für weniger Geld. Wenn wir in diesem Fall gefördert haben und eine andere Förderung nicht, schauen wir uns dann natürlich an, sagt, ist das überhaupt noch machbar? Wenn nicht, ziehen wir auch unsere Förderzusagen zurück, das ist ihm erst recht nicht geholfen. Das heißt, wir schauen natürlich positiv drauf. Wir sagen, ist es dafür noch machbar? Und was wir meistens machen, und das ist auch in Ihrem Sinne von dem Filmschaffenden, eigentlich nach bayerischem Haushaltsrecht, ich höre es jetzt nicht so genau zu, müssten wir dann unseren Beitrag auch wieder kürzen, weil wir sagen, wenn das Budget runtergeht, dann ist ja plötzlich unser Förderbeitrag höher als ursprünglich anstehend, das müssten wir auch kürzen. Das machen wir nicht, sondern wir sagen in aller Regel, wenn das mit den Rücksätzen in unserer Förderung noch vereinbart ist, wir sagen, wir bleiben drauf, wir wollen dir nicht zusätzliche Schwierigkeiten machen. Und dann ist halt die Frage von allen Beteiligten, die dann damit machen, machen sie auch für weniger Geld diesen Film oder nicht. Aber wir können nicht verhindern, wenn wir fördern, wir machen hier nicht Vollfinanzierung. Dürfen wir gar nicht. Wir können nicht verhindern, wenn wir einen Film gefördert haben und dann geht der Film nach Berlin zu den Kollegen, können wir nicht verhindern, dass sie Nein sagen. Umgekehrt, wenn zu uns ein Film kommt, der schon weit durchfinanziert ist, und wir sind die Schlussfinanzierung, kennen wir genau dieses Problem. Wenn wir es irgendwie vertreten können, fördern wir diesen Film auch. Aber nochmal, wir können nicht alle Filme fördern, das ist überhaupt hier noch nicht angesprochen worden. Das Geld ist endlich, das Geld ist endlich bei den Sendern, das Geld ist endlich bei den Förderern, allen. Wir können nicht alles fördern, was bei uns vorgelegt wird. Und es gibt dann immer welche, die haben die Entscheidung, machen wir es mit weniger Geld oder machen wir es mit weniger. Die Entscheidung können wir als weiterer Dinge nicht einnehmen. Aus Ihrer Frage spricht für mich natürlich schon auch die Situation, dass wir schon mal schauen müssen, was kommt von den Fördergeldern oder von den Budgets überhaupt bei den Schauspielern und Schauspielerinnen an. Und da bin ich natürlich schon wieder bei dem Punkt Transparenz. Ich müsste eigentlich, und nur dann können Sie Ihre Frage, Sie können sich ja nicht auf das verlassen, was da gesagt wird, ihr kriegt jetzt alle 500 Euro weniger, ja, oder nur 500 Euro, die Transparenz zu schauen, wie das im Budget überhaupt angelegt ist, die haben Sie ja nicht. Felix Thurs, ich bin Produzent und ich würde gerne mal eine Sache kurz sagen, verschiedene Transparenz, die häufig, glaube ich, nicht gedacht wird, dass wir in einer Branche sind, in der es ein großes Spannungsfeld gibt zwischen Wirtschaft und Kunst einerseits. Wir ansetzen, wenn wir Filme machen wollen, wir wollen wahnsinnig viele Filme machen, jeder will unsere Filme machen. Wenn der Markt will einfach als der Film nicht sehen, das muss man auch mal realisieren. Und wenn wir trotzdem diese, übrigens auf dem Podium sind die zwei Vertreter, die uns Geld geben, außerhalb des Marktes, nämlich die Haushaltsabgabe und Fördergelder, die teilweise steuerfinanziert sind, dann können wir uns eigentlich auch freuen, dass es die zusätzlich auch gibt, zusätzlich zum Geld aus dem Markt, das ja wirklich mit 100 Millionen Kinozuschauern im Jahr wahnsinnig wenig ist. Und die DVDs, die verkauft werden und so weiter, ist ja wirklich nicht viel. Und es entstehen trotzdem wahnsinnig viele Filme. Warum? Weil wir sie machen wollen. Und wie teilweise, das kann man auch kritisieren, aber ich finde, manchmal muss man das einfach nicht kritisieren. Teilweise zu Bedingungen, die vielleicht nicht fair sind, die aber viele Leute einfach akzeptieren, weil sie sagen, dieser Film muss entstehen. Ich will eine Nachtmache, ich will einen Love Space. Die wird niemals entstehen, wenn man nur sagt, wir haben hier ein marktwirtschaftlich getriebenes System, in dem Film entstehen, die auch die Zuschauer machen, die sie brauchen, um das Budget, was ihr alle haben wollt, für den Film wieder reinzuholen, sozusagen. Also ein Nachbar würde wahrscheinlich 2 Millionen kosten, wenn nicht alle sich dafür aufopfern würden. Es kommt einfach nicht rein durch DVD-Verkäufe und Kinozuschauer. Und ich finde, das ist ein Aspekt, den man einfach sich auch mal vor Augen führen muss. Das sind einfach viele Filme und ich glaube auch viele von denen, die kritisiert werden, die mit Rückstellungen arbeiten, die
gerade in meinem Ministerzahlen aber noch nicht, die entstehen, weil viele Beteiligte hier schon machen wollen. Dann kommt natürlich zusätzlich noch der Ausbildungsaspekt dazu, den man vergessen darf, ich glaube, eine ganz andere Diskussion macht, dass man also viele Filme, wenn man Kurzfilme berühren würde, das synchronisiert, die entstehen an Filmschulen, da sind ja auch wahnsinnig viele Beteiligte, auch ein Team und auch Darsteller, die da einfach ihre ersten Lorbeeren reinsammeln und das muss es ja auch geben. Finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und wenn man da jetzt anfängt mit Tarif, dann glaube ich, gibt es diese Filme einfach nicht mehr. Ja, und dann kurz deine Meinung dazu. Dankeschön. Lieber Frank Schumann. Es ist viel über uns gesprochen worden. Ich bin Vertreterin von Garten der Landesregierung in München. Zweieinhalb Wochen. Monate, Entschuldigung. Ich möchte ganz kurz zum Thema Tarifvertrag hier einhaken. Es wurde gesagt, Sie orientieren sich an den Tarifvertrag bezüglich der Gagen. Man sollte vielleicht mal klarstellen, dass der Tarifvertrag Mindestgagen festlegt. Und Mindestgage bedeutet, das ist das, was Leute hauptsächlich am Anfang ihrer Berufskarriere bekommen sollen. Da wird nicht die Erfahrung mit reinberechnet, da wird nicht mit reinberechnet, dass manche Produktionen stressiger sind als andere, etc. Und das sollte man eigentlich auch in der Finanzierung mindestens mit berücksichtigen. Ein ganz, ganz großes Thema ist hier ja auch die Durchsetzung. Dieses Problem sehen wir auch. Das ist was, womit wir uns definitiv auseinandersetzen. Mein Problem beispielsweise in der Arbeit ist, auf mich kommen Leute zu und zeigen mir ihre Verträge, wenn das Kind schon in den Boden gefallen ist. Was wir aber nicht haben, sind Ehrenamtliche, die bereit sind, sich dafür zu engagieren, mit uns zusammen in die Tarifverhandlungen zu gehen, uns zu sagen, was fehlt, wie können wir das durchsetzen, wie können wir eben gerade auch unter den schwierigen Situationen, die ihr in euren Arbeitsbedingungen habt, dafür sorgen, dass eure Rechte durchgesetzt werden. Wie kann es eigentlich sein, dass ich regelmäßig Verträge vorgelegt bekomme, in denen die Gage nicht eingehalten wird, aber, wo sie unglücklicherweise sich gerne die Arbeitszeiten rausnimmt? Und das sind alles Sachen, wo ich dann im direkten Gespräch sage, aber klagen will ich nicht, weil ich bekomme ja dann vielleicht unter Umständen keine künftige Produktion mehr, etc. Natürlich kann man außerhalb des Tarifvertrags drehen, da will ich überhaupt nichts dazu sagen. Aber dann kann man sich nicht die Teile vom Tarifvertrag aussuchen, die den Produzenten bevorteilen und diejenigen, die in der Produktion arbeiten, benachteiligen. Insofern, ich will hier, es gab sehr viele Gesprächsanregungen. Ich möchte hier die Zeit auch nicht über Gebühr beanspruchen, würde aber euch allen vorschlagen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, kommt zu uns, wir treffen uns, wir setzen uns zusammen mit den Verbänden, mit Einzelpersonen und dann kann man immer noch schauen, ob es was wird oder ob es nicht wird. Dankeschön. Ja, Christian Losch ist mein Name für das Branchennetzwerk Crew United. Ich würde sozusagen, also wie läuft so ein Abend? Es gibt ja immer wieder Podiumsdiskussionen und die Frage ist, wo stehen wir jetzt nach 2,5, wo stehen wir nach 3 Stunden? Ich glaube, also was ist die gemeinsame Basis, auf der wir sozusagen stehen? Die Basis ist, glaube ich, das Thema ist komplex. Es gibt unterschiedliche Perspektiven und wahrscheinlich bei allen auch, ja, wir haben ein Problem und wir haben die Lösung heute nicht so. Und jetzt ist doch die Frage, gehen wir hier alle raus, sozusagen, wir haben eine Aussprache gebraucht, es gibt eine gewisse Frustration, jeder wollte mal gehört werden und sagen, naja, so ist es jetzt, oder gibt es sozusagen von heute einen Veränderungsimpuls? Und die Frage, und da habe ich jetzt Frau Rickliffs, sozusagen Rickliffs sehr offen oder durchaus offen erlebt, im Sinne von, ja, lass uns gemeinsam nach Lösungen suchen, während ich Herrn Schäfer eher sozusagen so erlebt habe, im Sinne von, naja, das ist nicht unser gesetzlicher Auftrag, so. Und jetzt ist die Frage, und da eigentlich zurück zu dem Eingangsstatement von Lisa Basten, schaffen wir sozusagen einen selbstorganisierten Prozess in der Branche, uns mit dem Thema Sozialverträglichkeit in allen seinen Dimensionen auseinanderzusetzen? Organisieren wir uns selbst über die Verbände, über die Gewerkschaft? Wer führt diesen Prozess? Und können sozusagen die wichtigen öffentlichen Akteure Teil dieses Prozesses sein? Also schaffen wir sowas wie einen Münchner runden Tisch? Und gesponnen, und das Schöne ist ja, wir treffen uns vielleicht in 2 Wochen wieder, gibt es bis dahin von irgendeiner Seite ein Commitment, auch dies zu tun? Oder gibt es eine Position zu sagen, nein, dazu brauchen wir sozusagen einen gesetzlichen Auftrag
und wir gehen so auseinander und dann muss dieser gesetzliche Auftrag auch über den Gesetzgeber sozusagen geschaffen werden und über einen Rundfunkstaatsvertrag in den BR sozusagen kommen und über sozusagen die Statuten der FFF in die FFF reinkommen. Was macht sozusagen die Förderung, wenn Sozialverträglichkeit als ein Ziel der Förderung definiert wird? Und ich glaube, sozusagen das vielleicht die Frage zurück an das Podium, was hat sich jetzt, was verändert sich doch heute bei Ihnen? Nehmen Sie was mit? Und auch ganz konkret, über was sprechen wir in 2 Wochen? Dankeschön für diese schöne Schlussfrage. Besser hätte ich das überhaupt nicht formulieren können. Vielen Dank, Sie machen meine Arbeit. Ich würde dir jetzt gerne 1:1 gerne an das Podium weitergeben und am Ende auch natürlich selber auch kurz Stellung nehmen dazu. Wer möchte beginnen? Klaus. Weil gerade die Sozialverträglichkeit in den Statuten angesprochen worden ist, das neue FFG, Sie wissen es vielleicht, dort steht es im Paragraph 2 als Programmsatz drin, dass die FFA auch auf Sozialverträglichkeit zu achten hat. Sie wird den Auftrag aufnehmen und wird daraus irgendetwas machen, aber ich sage nochmal, das ist eigentlich damit trotzdem in dieser Frage noch ein zahnloser Tiger, weil erstmal gehen die Meinungen, was sozialverträglich ist, auseinander und der eine sagt nur Tariflohn und darüber ist sozialverträglich, andere sagen oberhalb Mindestlohn ist sozialverträglich, um nur eine Sache zu nennen. Also hier müsste in der Tat zunächst mal der Gesetzgeber das definieren. Und da sind wir an der Frage, die wir ganz am Anfang schon diskutiert haben, kann der Gesetzgeber sagen, nur Tariflohn aufwärts ist sozialverträglich oder nicht? Ich habe da meine verfassungsmäßigen Bedenken, weil wir Tariffreiheit haben und deswegen kann ich diese Meinung mir auch nicht zu eigen machen. Und ansonsten würde ich noch sagen, zu der ganzen Diskussion, ein Beitrag hat es gesagt, wir alle sind in einer Branche tätig, in der es keinen wirklichen Markt gibt, kein Angebot und Nachfrage und sagen, draußen stehen die Bürger und sagen, wir wollen mehr Filme, wir wollen mehr Filme. Im Gegenteil, die Bürger sagen, wir wollen keine Rundfunkgebühren, Rundfunkbeitrag zahlen, das ist uns viel zu viel und wir gucken sowieso, teilweise gucken wir diese Programme gar nicht mehr. Ins Kino gehen sie nicht, obwohl weitestgehend, von Ausnahmen abgesehen, ausgeschaltet sind. Das heißt, wir leben von den Töpfen, von den öffentlichen Töpfen, die es gibt. Die sind endlich, da können wir machen, was wir wollen. Man kann es auch aufstocken, dann sind sie wieder endlich, das Ende ein bisschen weiter höher, wie jetzt beim DFFF. Aber die sind endlich und letztlich ist es ein Verteilungskampf. Und die Frage, die wir uns in unserer täglichen Arbeit auch immer wieder stellen, weniger Filme besser ausstatten oder mehr Filme nicht ganz so gut ausstatten? Ich sage, meine persönliche Meinung ist, lieber weniger Filme gut ausstatten und dann nicken sie auch alle, weil sie denken, sie sind dann auch bei den weniger Filmen dabei, die gut ausgestattet sind. Aber die Wahrheit ist, dass wenn wir nur noch, sage ich mal, 2/3, wenn wir es alle so machen würden, nur noch 2/3 der Filme fördern würden wie bisher, aber die besser ausstatten, das sage ich mal, wenn ich hier die Linie ziehe, die halt rechts sitzen, gar nichts mehr hätten und die links sitzen, besser verdienen würden. Und das ist der Spagat, den wir täglich auch in unseren Entscheidungsrunden machen. Und da gibt es auch keine Patentlösung, glaube ich, dafür. Nein, Entschuldigung, wir machen gerade die Schlussrunde. Wer als nächstes? Ja, ich würde gerne auf die Frage zurückkommen. Also was habe ich so mitgenommen aus den letzten 2,5 Stunden? Großes Fragezeichen. Also wirklich zu hören, wie viel unterschiedliche Positionen es gibt, dass es wirklich keinen wirklich gemeinsamen Boden zu geben scheint. Also ich höre einfach die Begrifflichkeiten und merke, jeder spricht auch von was anderem oder es gibt noch gar kein Einverständnis darüber oder auch gar kein Wissen, dann irgendwie muss ein Tarifvertrag bezahlt werden. Und ich stelle mir wirklich die Frage, wie ist es möglich, also ist es ein Warten darauf, dass irgendwo die Lösung von oben kommt oder ist es auch der Mut zu sagen, gut, mit unseren ganzen unterschiedlichen Positionen gehen wir was an. Ich habe
Und jeder, was kann jeder mitbringen? Also nicht nur, was fordere ich, sondern auch, was bringe ich an Input mit, den ich reingeben kann in so eine Diskussion. Ich habe wenig echte Gemeinsamkeit gespürt und die würde ich mir wirklich wünschen und ich glaube, die ist für eine gemeinsame Diskussion auch wichtig. Dankeschön. Ja, also mir fällt es sehr schwer, das ganze Thema unabhängig von den Inhalten zu sehen, also den Inhalten, die wir herstellen. Also ich kann einfach nicht immer nur gucken, wenn ich jetzt persönlich gucken würde, wo verdiene ich am besten, dann würde ich nicht die Filme machen, die ich mache. Ganz einfach. Ja. Das heißt, mein tägliches ist, mich um Inhalte zu kümmern. Und da ich derjenige bin, der mit Null anfängt, ich habe einen weißen Computer vor mir, ein weißes Blatt quasi, ich setze die erste Zeile und daraus entsteht ein Film. Und wenn wir Glück haben, wird es ein Film, der dann gedreht wird, auch wie bei Weitem nicht alles. Und wenn er gedreht wird, kommen Leute in Arbeit. Und wenn er dann noch so wird, dass das Publikum es mag, gehen Leute ins Kino, zahlen dafür, dann kommt es wieder zurück und dann kann man wieder neue Filme machen. So, das ist das Ideale. So läuft es ja nicht ganz. Wir sitzen so ein bisschen auf der Titanic manchmal, habe ich das Gefühl, durch die ganzen Veränderungen, die medientechnisch laufen und teilweise haben wir es noch nicht begriffen und tanzen noch im Unterdeck und die Musik spielt noch. Ja. Es verändert sich halt so wahnsinnig viel. Dadurch werden Gelder abgezogen von unseren Produktionen. Dadurch sind die mit weniger Geld ausgestattet. Dadurch sagen mir alle, wir haben so einen Stammtisch hier, einen Filmemacher-Stammtisch, sagen alle, ja, ich kriege zu spät das Drehbuch, ich werde zu spät eingebunden in die Produktion, ich kann meine Arbeit nicht mehr gut machen, weil so, dann wird der Film schlechter, weil zu wenig Geld da ist. Also es ist so ein Kreisel nach unten, wo auch die Qualität wieder leidet, wo auch dann wieder das Publikum nicht reingeht, bla bla bla. Also es ist so ein, ich persönlich habe keine Ahnung, wie der Ausgang ist. Ich persönlich weiß nur, I do my best, ja. Gute Filme zu machen. Ja. Gut. Dankeschön. Ich möchte Filme gut ausstatten und nicht weniger machen. Ich formuliere einen Wunsch, das erlaube ich mir jetzt am Ende, nämlich auch ein Verständnis für unsere Seite und auch einen differenzierten Blick, auch was die momentane Situation mit der KEF und den Anmeldungen belangt. Ich glaube, es hat wenig Sinn, ich breche es mal ganz grob runter, ich glaube, es hat wenig Sinn, wenn wir eine Gemeinsamkeit wollen, dass ihr aufs Öffentlich-Rechtliche schimpft, weil dann bleibt bei der Politik hängen. Wozu sollen wir die unterstützen, wenn eh alles so schlecht ist? Entweder man befürwortet und ist stolz auf ein öffentlich-rechtliches System, einen Rundfunk in seinem Land, arbeitet auch gerne dafür, dann lasst uns zusammenrücken und das auch gegenüber der Politik und den Gesetzgebern laut werden lassen. Wir brauchen diese Gelder mehr, wir brauchen sie dringend, weil sie kommen euch zugute. Und deshalb sitze ich auch hier und auch den Punkt, um fair zu produzieren. Ich habe zwei Lösungen. Ja, eine Beitragserhöhung auf der einen Seite und eine kleine Lösung, die, glaube ich, viel schneller umsetzbar ist. Ich würde wirklich gerne die Idee, dass fair produzieren, also der Hoffnungsschimmer für uns alle, auch der grüne Drehpass, in das Leistungsmodell mit aufgenommen wird, ins Eckpunktepapier, auch seine Punkte wert hat, dass daraus Entwicklungsverträge und Aufträge entstehen können. Danke. Vielen Dank. Vielleicht gleich daran anschließen, weil die Frage ja auch gestellt wurde mit die Grünen, weiß ich nicht so richtig, wie die zu öffentlich-rechtlich stehen und zur Gebührenerhöhung. Also die Grünen sind starke Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das waren wir immer. Wir haben auch bei der Gebührenumstellung auf die Haushaltsaufgabe immer
mit dafür gekämpft, dass es so kommt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir tatsächlich als Politikerinnen und Politiker das mehr tun müssen, um auch den Menschen zu vermitteln, wo wirklich der Mehrwert für alle und für unsere Demokratie liegt in dem System. Ich schreibe unendlich viele Briefe an Leute, die mir schreiben und sagen, oh, ich gucke aber kein Fernsehen und öffentlich-rechtlich sowieso nicht und ich nutze das alles gar nicht, warum muss ich zahlen? Und ich sage immer, auch wer es überhaupt nicht nutzt, obwohl es keinen Menschen gibt, der nichts nutzt davon, das mal ganz nebenbei, auch wenn es das so wäre, dass die Einzelperson es nicht nutzt, wäre unsere Gesellschaft wirklich ärmer und gefährdet, die Demokratie gefährdet, wenn es das System nicht gibt. Das ist meine Überzeugung. Und so diskutieren wir das auch unter den grünen Medienpolitikern und Politikerinnen in den anderen Ländern. Wir haben übrigens kürzlich uns getroffen und tatsächlich auch über die KEF-Politik und über die Gebühren gesprochen. Das Stichwort Wahl ist ja schon gefallen. Ich glaube auch, dass man in 2 Jahren vielleicht nochmal anders darüber diskutiert. Uns ist sehr bewusst, dass das, was wir heute an Haushaltsabgabe zahlen, wenn man das mal auf die Anfänge der GEZ rückrechnet und den Inflationsausgleich hochrechnet, dann müssten wir heute etwas mehr zahlen. Ja, das heißt, über die Jahre gab es nie einen Inflationsausgleich und vielleicht sollte man das auch ehrlicherweise den Leuten auch mal sagen. Und letztendlich ist ja, wenn das immer heißt, um Gottes Willen Gebührenerhöhung, muss man auch mal über konkrete Summen reden, was das für den individuellen Haushalt bedeuten würde. Und dann sind das Dinge, über die man durchaus diskutieren muss. Das ist richtig und so sehen wir das auch. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, es darf auf keinen Fall mehr steigen und dann sparen wir lieber den Rundfunk kaputt. Wir wollen ja sogar das Angebot auch in der Differenziertheit und angemessen auf die Digitalisierung, die wir erleben, erweitern. Ja, das ist eigentlich unsere Position. Ich glaube, aber dass wir mein Ziel mit dieser Diskussion heute war es, mit konkreten Anregungen rauszugehen für die politische Arbeit auch hier auf Landesebene. Also was können wir konkret tun, um die Situation zu verbessern? Das ist mir heute Abend noch nicht so richtig gelungen. Und zwar lag das daran, dass ich habe heute Abend vor allen Dingen gemerkt, und das hat man gerade am Anfang auch in der Diskussion gemerkt, wo sie alle sehr vehement oder einige zumindest sehr vehement und auch darauf gedrungen haben, sich zu äußern, dass wir eigentlich noch einen Schritt zurückgehen müssen und wir noch nicht so weit sind, auch in der Analyse und im Gespräch miteinander, dass ich jetzt zum Beispiel schon konkret sagen könnte, damit gehe ich jetzt morgen in meine Fraktion. Aber ich habe durchaus Perspektiven gesehen, wo es hingehen kann. Ich bin aber davon überzeugt, also wir müssen an einen Tisch, da fand ich den Vorschlag von der Frau Basten schon richtig. Ich glaube nicht, dass man das den Filmschaffenden und der Branche selbst überlassen kann. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube schon, dass wir als Politiker und Politikerinnen gefordert sind, hier auch und als Gesetzgeber auch gefordert sind, einen Auftrag zu geben, wo es hingehen soll. Und wir müssen dafür sorgen, dass Sozialstandards in unserer Gesellschaft gelten und umgesetzt werden. Das ist unser konkreter Auftrag. Auch wenn ich jetzt noch nicht die konkreten Instrumente benennen kann, wie das geht. Aber allein das der Branche zu überlassen, geht nicht. Es geht auch aus dem Grund nicht, weil es öffentliches Geld ist. Und ich finde, in dem Moment, wo es öffentliches Geld, also auch Ihr Geld ist, was wir hier ausgeben, müssen wir auch sagen dürfen, wie man mit diesem Geld umgeht. Und vielleicht jetzt noch eins auf Bayern betrachtet, weil du hast richtig gesagt, Geld ist endlich, auch für den BR ist Geld endlich, aber vergessen wir auch nicht, dass Bayern ein reiches Land ist. Wir haben im Moment zumindest Steuereinnahmen. Der Söder weiß ja gar nicht, wo er hin soll mit dem Geld. Da frage ich mich, ist es dann nicht eigentlich selbstverständlich, dass wenn wir steuerlich so gut dastehen und eigentlich Haushaltsüberschüsse haben, dass wir dann schauen, wo geben wir die auch in das System rein, dass Menschen, die Kreatives leisten, die eine hohe Leistung erbringen, nicht am Ende prekär arbeiten müssen. Das heißt, wir müssten dann auch, ja, ne, er sagt schon hier zu mir, eventuell, ja, aber nur mit Bedingungen, nein, aber das, denke ich, ist schon auch unsere Aufgabe, zu schauen, wo geht das Geld, was hier jetzt wirklich da ist in Bayern, hin und dann muss das eben auch in einen sozialen Ausgleich und faire Arbeitsbedingungen gehen. Das ist das, was ich mitnehme und ich verspreche Ihnen, wir bleiben in Kontakt. Viele haben gesagt, warum sitzt der nicht hier, warum sitzt die nicht hier? Hat uns im Vorfeld auch schon ereilt. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie so eine Veranstaltung planen, Sie werden es nie schaffen, alle mit raufzunehmen aufs Podium. Und es wird immer was fehlen. Dafür sind Sie aber da. Und ich hoffe, wir haben es doch einigermaßen geschafft, dass viele von Ihnen auch zu Wort kommen.
kommen konnten. Und mich würde freuen, wir bleiben im Gespräch. Melden Sie sich auch ruhig im Nachgang bei meiner Mitarbeiterin oder bei mir, dann knüpfen wir daran an. Mir bleibt jetzt noch zu danken, natürlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Podium, natürlich unserer Keynote-Sprecherin. Ich möchte aber auch danken Crew United für die tatkräftige Unterstützung auf allen Ebenen, wirklich auf allen Ebenen, in der Vorbereitung, in der Beratung, in der Unterstützung. Und auch dafür, dass ihr einfach dieses Thema auch gesellschaftspolitisch vorantreibt, das muss man auch mal sagen. Und an alle, die auch im Vorfeld uns Videobotschaften gesandt haben, auch für unsere Veranstaltungs-Homepage, auch dafür herzlichen Dank. Ich möchte dem Bundesverband Regie danken, die Einladung auch verbreitet haben. Und ich möchte auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die die Veranstaltung mit vorbereitet haben, sei es die von der Fraktion oder auch mein persönlicher Referent. Vielen Dank auch dafür. Also jetzt nochmal ein dicker Dank ans Podium, dicker Dank an die Frau Basten und ein Dank an Sie alle. Vielen Dank.